Heiner Flassbeck war bei Marc Friedrich zu Gast und Jan und ich reagieren darauf. Jan, ich glaube, du kannst dich am Anfang erstmal vorstellen. Ich meine, du warst ja auf dem Zweitkanal beziehungsweise auf dem Reaktionskanal hier noch nicht so häufig zu Gast. Ja, auf diesem Kanal hier war ich, glaube ich, noch gar nicht zu Gast. Zuletzt hast du nur auf dem sekundären Agitator gestreamt vor 9 Monaten oder so. Ja, ich bin Jan. Ich studiere aktuell noch Plurale Ökonomik, bin in ein paar Monaten fertig, bin entsprechend Ökonom, bin postkensianischer Ökonom. Ja, das heißt, ich bin für eine starke Fiskalpolitik, niedrige Zinsen, ähnlich zu dem, was Heiner Flassbeck hier vertritt. Und ich freue mich sehr, dass sich hier dieses Traumduo, dieses Traumpärchen gefunden hat und wir uns das jetzt hier mal anschauen. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich zu einer Diskussion kommt oder ob das hier mehr wieder eins der Interviews ist von Marc Friedrich. Stimmt, du hast mir das Interview nämlich zugeschickt. So habe ich das, so habe ich das zuerst gesehen. Meintest, die Kommentare wären zu lustig. Ja, ich glaube, die gucken wir uns dann relativ gen Ende an. Schauen uns jetzt erstmal an, was die beiden so zu erzählen haben. Legen und sich auch nicht zu schade sind, sich mit anderen anzulegen, auch vor allem mit den Mächtigen dieser Welt. Und heute möchten wir über ein Thema sprechen, glaube ich, das die Menschen so sehr umtreibt wie seit Jahrzehnten nicht mehr, nämlich um die Zukunft Deutschlands. Aber auch über die Eurozone und über die Inflation und so weiter. Und die Grundlage hierfür ist ihr neu erschienenes Buch einer relevanten Ökonomik. Das Buch werde ich natürlich jedem empfehlen und kann es nur sagen, man muss es lesen. Ich werde es unten verlinken. Sehr, sehr. Nochmal zu dem Buch, da stehst du übrigens auch mit drin. Ja, genau. Ich stehe im Vorwort. Ich habe die Literatur gemacht. Ich habe auch ein bisschen Lektorat gemacht, wobei da eher der professionelle Lektor, der auch genannt wird, die meiste Arbeit gemacht hat. Also ich war nicht ganz unbeteiligt. Ja, und zu dem Buch glaube ich nochmal, das ist ein Lehrbuch. Also wenn ihr, das werden die wenigsten Zuschauer jetzt machen, aber wenn ihr irgendwelche Makrovorlesungen organisiert an Universitäten, nehmt das ruhig mal als Quelle, als was, wo ihr Grafiken rauszitiert, als was, wo ihr ökonomische Theorie rauszitiert, damit die Makrovorlesungen auch mal ein bisschen weniger stupide werden, dass die Studenten nicht immer nur die gleichen Formeln lernen, die sie sonst immer mitkriegen und dann kurz lernen, ja, es gab mal diesen Keynes, vor dem haben wir die drei Formeln hier, das war's. Ansonsten gilt weiter alles Neoklassische, was ihr sonst lernt. Ich meine, so sehen ja Makrovorlesungen aus. Wir haben diese paar Modelle hier, die man meint, aus Keynes herausgezogen zu haben, und das war's. Und das ist Makroökonomie. Aber Thema ist doch etwas komplizierter und da kann ich dieses Buch, glaube ich, sehr empfehlen für alle, die da ein bisschen, ja, was ein bisschen ihren Studenten ein bisschen ausführlicher was nahebringen wollen. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Es ist ja eigentlich interessant, dass Heiner Flassbeck ein Lehrbuch schreibt, wo er sogar reinschreibt, dass es sein Lebenswerk ist, für das es überhaupt keine Zielgruppe gibt, ne? Weil jede Universität, Blanchard und Illing, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, in den Ja. Makrovorlesungen benutzt, ja, französische und deutschsprachige Universitäten benutzen alle dieses Standardlehrbuch, quasi nur Neoklassik, ein paar Mal wird Keynes erwähnt, aber mehr auch nicht, wird nicht eingebaut. Es gibt also aktuell überhaupt keine Zielgruppe für dieses Lehrbuch. Naja. Ja, die Dozenten sind ja relativ frei, was die Erstellung von Vorlesungen angeht. Also die Universität, die verbietet ja jetzt nicht andere Lehrbücher zu nehmen, aber alle nehmen irgendwie dieses eine. Ja, also komischer Konsens aktuell. Ja, also das ist auch eine gute Idee vielleicht für Unibibliotheken, sich das Buch anzuschaffen, beispielsweise. Also, falls uns hier irgendwelche pluralen Dozenten zusehen, so als kleiner Hinweis. Lesenswert. Wie gesagt, danach ist man auf jeden Fall um einiges gescheiter, sagt der Schwabe, wie zuvor. Jetzt sehen wir ja, in Deutschland geht es seit einigen Jahren eigentlich de facto bergab. Wir sehen eine Art Deindustrialisierung, das BIP schrumpft. Wir sehen, die Energiepreise sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Vielleicht würden Sie kurz mal sagen, wie ist der Status quo Deutschlands als eine Einordnung, kurz und knackig für die Zuschauer? Wo stehen wir gerade? Ist es wirklich so brisant oder ist es alles nur pessimistisches Geschrei der Presse? Nein, nein, wir sind wirklich in einer extrem schlechten Lage. Also ich finde die Presse da nicht mal besonders pessimistisch. Also diejenigen, die ich so normalerweise mal anschaue, jeden Tag, die sind immer noch so verhalten, optimistisch sogar. Nein, nein, ich bin sehr pessimistisch, aber jetzt nicht so tiefgründig pessimistisch, dass ich sage, Deutschland ist jetzt verloren für alle Zeit. Wir machen Fehler, wir machen grandiose wirtschaftspolitische Fehler. Darum geht es jetzt in erster Linie. Und
diese Fehler sind nicht nur deutsche, sind eben auch europäische. Ich will auch über die Europäische Zentralbank reden gerne. Wir wollen das Thema Inflation noch anfassen. Und es gibt erstmal auf dieser Ebene Fehler. Es gibt bei der Europäischen Kommission Fehler. Und es gibt bei der Bundesregierung gravierende Fehler. Und das Einfachste ist, mal anzuschauen, was tatsächlich passiert. Heute ist zufällig die Gemeinschaftsdiagnose der Institute erschienen. Und die haben jetzt eine Investitionsprognose, die Ausrüstung, die wichtigen Investitionen. Wir wollen ja Produktivität haben, wie verrückt, ne? Die wichtigen Investitionen für die Produktivität, die Ausrüstung, sinken in dieser Prognose um 7%, sinken in diesem Jahr um 7%. Ja. Also da haben sich erstmal diese Institute furchtbar verhauen. Die haben total daneben gelegen, was aber typisch ist, was mit der falschen Theorie eben zu tun hat. Aber das andere ist, dass in einer solchen Situation diese Regierung immer noch nicht merkt, dass man nicht mit Klein-Klein-Gefummel irgendwas machen kann. In einer solchen Situation, wir sind in einer tiefen Rezession, vor allem Industrierezession, aber auch insgesamt, auch ganz Europa geht in die Rezession. Und dann glauben die, man macht mal einen Autogipfel, macht mal einen Stahlgipfel, da rettet man mal eine Werft und so, als würde das irgendwie die Probleme lösen. Sie kennen die Makroebene nicht mehr. Ne? Ich habe extra gestern nochmal nachgeschaut. Ich bin ein alter Mann und ich erinnere mich an Sachen, an die sich jüngere Leute nicht mehr erinnern können, weil sie nicht erlebt haben. Aber Karl Schiller damals in den 70er Jahren, der hat ein wunderbares Wort geprägt. Er hat das Wort geprägt, Globalsteuerung. Ne? Globalsteuerung hieß weg von diesem kleinen Gefummel, weg von dem kleinen Gefummel, guckt euch die Gesamtwirtschaft an und guckt, was man insgesamt in der Gesamtwirtschaft tun muss. Und das gibt es heute nicht mehr. Das ist einfach völlig vergessen. Und alle glauben, wenn ich jetzt, wie soll der Staat? Ich weiß auch gar nicht, wie Sie das vorstellen. Ich kann mir nicht, ich müsste, um eine Werft zu verstehen oder einen Automobilkonzern verstehen, ich müsste 3 oder 4 oder 5 oder 6 Monate studieren, deren Zahlen angucken, ganz im Detail, um zu wissen, was da los ist. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Was heißt denn Globalsteuerung? Globalsteuerung heißt Lohnpolitik, Fiskalpolitik, Geldpolitik. Also dass man bei den wichtigsten, bei den wichtigsten Indikatoren in der Wirtschaftspolitik, dass man bei denen dafür sorgt, dass die sich in der gewünschten Richtung entwickeln. Also wenn die Nachfrage einbricht, dann erhöht man beispielsweise fiskalpolitisch die Ausgaben. Das wäre das, was die Bundesregierung jetzt schon seit 2,5 Jahren hätte tun müssen, was sie nicht getan hat. Also in der Rezession, da sollte der Staat auf jeden Fall die Ausgaben erhöhen, um die Nachfrage zu stabilisieren oder sogar zu steigern, damit die Wirtschaft wieder wächst. Also das wäre jetzt Globalsteuerung. Oder geldpolitisch könnte man denn die Zinsen senken. Wenn die Nachfrage einbricht, wenn die Investitionen einbrechen, was hilft dann? Am besten Zinssenkung. Was hat die EZB gemacht? Die EZB hat die Zinsen erhöht. Hat die Nachfrage also noch weiter einbrechen lassen, beziehungsweise hat auf dem Wohnungsmarkt, der relativ stabil lief, bis Anfang 2022 hat dort in Deutschland eine handfeste Krise ausgelöst. Der Wohnungsbau ist um über ein Drittel eingebrochen. Also es ist, beziehungsweise die Neuanträge auf Wohnungsbau. Also es findet gerade genau das Gegenteil von Globalsteuerung statt. Also jeder guckt nur aufs seinen kleinen Bereich. Dann machen wir nochmal eine kleine Steuersenkung an der Stelle. Hier erhöhen wir wieder die Steuern. Die EZB guckt sowieso nicht mehr auf die gesamte Wirtschaft. Die EZB reagiert sowieso vollkommen befreit von jeder makroökonomischen Steuerung. Immer wenn die Inflation hoch ist, setzt man die Zinsen hoch. Wenn die Inflation wieder niedrig ist, setzt man die Zinsen runter, ohne überhaupt zu schauen, woher die Inflation kommt und was für einen Kollateralschaden man durch diese Zinserhöhung anrichtet. Ja, und ich würde an dieser Stelle auch mal über unser Wirtschaftsministerium sprechen oder unseren Wirtschaftsminister, weil da sieht man das sehr, sehr gut dran. Wer Robert Habeck beobachtet hat, der rennt von einem Unternehmen zum anderen und hört sich die Probleme an, ist ja schön und gut. Ich hatte jetzt eine Führung im Wirtschaftsministerium, dort wurde das Wirtschaftsministerium auch so erklärt. Wir sind die Lobbyisten der Unternehmer. Ja? Aber alles immer nur quasi auf der Partialebene, wir hören uns an, was die Unternehmer sagen. Und es wird nicht überlegt, wie schaffe ich es gesamtwirtschaftlich für gute Bedingungen zu sorgen. Es wird im Grunde genommen das Unmögliche versucht, sich alle Probleme anzuhören. Deswegen ist Robert Habeck hier auch permanent überarbeitet. Es wird aber nicht einmal überlegt, wie schaffe ich es, für gesamtwirtschaftlich gute Bedingungen zu sorgen. Und das ist halt eben der Punkt. Der deutsche Staat muss massiv Geld ausgeben, muss die Unternehmen wieder profitabel machen und dann lösen die ihre Probleme auch selbst. Wenn gesamtwirtschaftlich die Unternehmen nicht profitabel sind, da kann ich auch noch so hin und her rennen. Es wird einfach nicht laufen. Und die machen mal einen Autogipfel und sagen, na ja, jetzt machen wir mal das und jenes. Also, das ist also unendlich naiv. Das kann man gar nicht. Das Einzige, was der Staat wirklich kompetent könnte, was er aber nicht tut, ist auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, auf der Makroebene, für eine vernünftige Steuerung sorgen.
Ja, also das heißt, Sie sind jetzt kein Fan der aktuellen Regierung und wir sehen ja auch schon Auflösungserscheinungen. Welche Note würden Sie in der aktuellen Bundesregierung geben bezüglich der Fiskal-, Wirtschafts- und Energiepolitik als Experte, als Ökonom? Ja, diese Regierung ist bei mir in jeder Hinsicht durchgefallen. Also nennen Sie es 5 oder 6, ist egal. Jedenfalls 7. Durchgefallen. Weil sie von Anfang an, man hat es, Habeck ist ein typischer Fall, das ist sicher ein kluger Mann und er weiß nichts von Wirtschaft, aber wenn ich ein kluger Mann bin und nichts von Wirtschaft weiß und Bundeswirtschaftsminister werde, das Erste, was ich mache, ich suche mir 3, 4 super Leute, die mich unabhängig und von verschiedenen Richtungen beraten. Ja. Ganz kurzer Stopp hier. Wir helfen, mir ein Urteil zu bilden. Du kannst links unten auf Pause drücken. Ja. Du hast aber irgendwie gerade einfach weitergemacht. Nee, habe ich nicht. Du musst links unten auf Pause drücken. Wenn du einfach aufs Bild klickst, wie bei YouTube, dann geht das weiter. Ich weiß nicht, warum das bei der Seite so ist. Die ist ein bisschen älter. Die scheint bisher noch nicht aktualisiert worden zu sein. Und bei dir ist jetzt auch Pause. Also jetzt funktioniert's. Ja. Genau, also woher soll Robert Habeck wissen, dass die Leute, die er sich sucht, kompetent sind? Also das stimmt so, glaube ich, nicht. Ne? Also auch nicht kompetente Wirtschaftsleute können klug daherreden und kompetent wirken. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, sich kompetente Leute zu suchen. Ja, Heiner Flassbeck hat ja gesagt, wie man da am besten Ausgleich schafft, ist, man holt sich dann Leute von 4 verschiedenen Richtungen. Also man holt sich... Ja, dann sagen dir die 4 unterschiedliche Sachen und was machst du dann? Also ja, okay, da hast du recht. Da hast du recht, aber in der Politik ist Kompetenz ja eh egal. Als Wirtschaftsminister betreibst du ja auch keine makroökonomische Steuerung. Das macht ja größtenteils der Finanzminister. Also der entscheidet ja, wie groß das Defizit sein muss. Deswegen ist da, glaube ich, die Position des Wirtschaftsministers auch ein bisschen überbewertet. Der Wirtschaftsminister, der kann natürlich Vorschläge machen, um die Sachen besser zu machen. Und jetzt in der Rezession würde die Sachen besser machen, vor allem heißen, Geld auszugeben. Für welche Sachen auch immer, ob man da jetzt Investitionen fördert, ob man da jetzt die Steuern senkt. Aber Hauptsache, es wird erstmal Geld ausgegeben. Hauptsache, die Wirtschaft wird angeregt. Und dann sagt der Finanzminister bei allem, ja, das sind ja schöne Vorschläge, aber wir haben die Schuldenbremse, die halten wir uns. Das war's mit den Vorschlägen. Da kannst du als Wirtschaftsminister auch nicht viel machen. Also du bräuchtest der Minister, der auf jeden Fall eine vernünftige Vorstellung von Makroökonomie haben müsste, das wäre zumindest der Finanzminister. Ja. Aber die Leute, die er da ins Wirtschaftsministerium genommen hat, sind alles seine Kumpels irgendwie, Sven Giegold und so. Nichts gegen Sven Giegold, aber hat auch keine Ahnung von Wirtschaft. Das hilft nichts, ne? Und dann fummelt. Vor allem Sven Giegold beschäftigt sich seit ein paar Jahrzehnten eigentlich schon mit Wirtschaftspolitik. Er hat dazu Bücher geschrieben, hat dazu schon ganz viel gesagt. Naja, aber was willst du sagen? Also. Ja, aber selbst wenn du dir, ich überlege immer noch, wie du das als Wirtschaftsminister, der selbst keine Ahnung von Wirtschaftspolitik hast, wie du das regeln könntest, wenn du dir, selbst wenn du dir jetzt, ich sag mal so, eher neoklassisch gesinnte Ökonomen anschaffen würdest, selbst die sind doch mittlerweile größtenteils der Meinung, dass der Staat auch unter bestimmten Vorzeichen investieren muss. Dieses vollständige Beharren auf diesen strikten Schuldenregeln, das ist ja mittlerweile selbst unter Mainstream-Ökonomen nicht mehr mehrheitsfähig, einfach weil man gesehen hat, wozu es in Europa geführt hat. Also die USA, die haben in den letzten 25 Jahren aktiv Fiskalpolitik betrieben, die haben Geld rausgehauen, immer wenn die Wirtschaft nicht gewachsen ist. In Europa, da hat man versucht zu sparen und in Europa waren die Wachstumsraten systematisch geringer. Also diese empirische Realität, die nimmt ja eigentlich jeder Ökonom zur Kenntnis. Also ist jetzt die Frage, was für Schlussfolgerungen man daraus zieht, aber das hat ja dazu geführt, dass diese strengen Schuldenregeln mittlerweile auch unter vielen Mainstream-Ökonomen gar nicht mehr so hoch angesehen sind. Ja, ich würde fast sagen, dass der Grund dafür ist, also im angelsächsischen Raum findest du wirklich niemanden mehr, der es gut heißt, dass hier in Europa so massiv gespart wird. Hier in Europa als Europapolitik sicherlich auch nicht, aber ich glaube, es sind immer noch diese Neoklassiker, die halt eben den Einfluss haben, die sagen, wenn ein einzelnes Land in Europa spart, dann ist das für das einzelne Land gut, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, auch wenn wir ganz Europa damit schlecht machen, kaputt machen, selbst wenn man das weiß, wird es immer noch für die einzelnen Länder empfohlen.
Also da wird wirklich, glaube ich, einfach in dieses Messer reingelaufen. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären, weil das wissenschaftliche Lager, das ist tatsächlich im Mainstream auch nicht mehr auf Sparpolitik ausgerichtet. Den Punkt würde ich dir auf jeden Fall geben. Ja, zumal die neoklassische Theorie, die sagt ja dann, ja, wenn gespart wird, dann, wenn der Staat spart, dann werden mittelfrei die zusätzliche private Investition sorgen. Das kann man in der Realität ja überhaupt nicht beobachten. Die USA, die sich viel stärker beobachtet, verschuldet haben, die da investieren die privaten Unternehmen viel mehr als hier in Europa. Man sieht das ja jetzt auch durch den Inflation Reduction Act. In bestimmten Bereichen, da explodieren die Unternehmensinvestitionen, nämlich genau dort, wo Subventionen hingeleitet werden. Das heißt, es passiert genau das Gegenteil. Mehr Staatsausgaben führen zu mehr Investitionen, nicht zu weniger, wie die neoklassische Theorie vorhersagen würde. Ja klar, die haben halt einfach ein falsches Verständnis vom Geldsystem. Die rechnen mit Crowding out, was halt in der Realität nicht der Fall ist. Der Staat schöpft mit seinen Schulden Geld, bringt neues Geld in die Wirtschaft. Da wird niemand verdrängt. Ja, da wird nichts verdrängt und dieses Geld führt zu besseren Gewinnen im Unternehmenssektor und dann investieren auch die Unternehmer wieder. Wir sehen nämlich in den USA, dass die expansive Fiskalpolitik sehr, sehr massiv auch die privaten Investitionen angeregt hat. Natürlich die privaten Investitionen angeregt hat, weil die Wirtschaft gut läuft und wenn die Wirtschaft gut läuft, dann steigen halt die privaten Investitionen. Und in Europa hofft man irgendwie, dass die privaten Investitionen jetzt von selbst steigen, weil jetzt mal ein bisschen die Zinsen wieder fallen. Das hofft ja Christian Lindner. Ja, jetzt geht's bald hoffentlich mal wieder zur Sache. Ja, wird nicht passieren, weil die Wirtschaft nicht läuft. Vor allem Lindner war einer der entschiedensten Befürworter zusammen mit seinem Chefberater Lars Feld für Zinserhöhungen, also die ja genau diese privaten Investitionsbedingungen abtöten. Aber dann als Argument, ja, wenn der Staat sich zurückhält, dann wird privat mehr investiert. Wie denn bei steigenden Zinsen? Also der Wirkungskanal in der Neoklassik wäre, der Staat hält sich zurück, dadurch sinken die Zinsen. Aber wenn du gleichzeitig durch die Geldpolitik für steigende Zinsen sorgst, dann ist dieser Wirkungskanal, den du ja als hauptsächlich Wirkungskanal hast, dann ist der ja schon mal tot. Also das geht nicht mal in der eigenen Theorie auf, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. Ja. Sie darum und dann machen Sie aus dem Wirtschaftsministerium ein Klimaministerium, was völlig falsch ist. Klima kann man auch behandeln, muss man auch behandeln, aber völlig anders, nämlich erst dann nicht auf der nationalen Ebene, sondern auf der globalen Ebene. Wenn da nichts passiert auf der globalen Ebene, dann kann man es sich national sparen. Es ist tatsächlich so, die CO2-Emissionen dieser Welt steigen einfach weiter. Es gibt keine Energiewende irgendwo. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und dann muss man die Gewichte verschieben. Dann muss man sagen, ich muss mich um die Wirtschaft kümmern. Es geht aber sowieso nicht. Es ist sowieso ein Missverständnis. Das ist schon wieder bei den Grünen ein Missverständnis. Ich war ja bei der ersten grünen Regierung dabei. Sie haben es gesagt, als Staatssekretär. Erste grüne Regierung 1998. Da war auch das Missverständnis, dass man, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft. Ne? Weil dann hat man kein Wachstum, dann ist es ja, für die Umwelt und fürs Klima ganz gut. Und das ist ein fundamentales Missverständnis. Mhm. Wir brauchen eine dynamische Wirtschaft. Ich habe in meinem Buch eine wichtige Unterüberschrift, heißt Schumpeter ist wichtiger als Keynes, darauf hingewiesen, wir brauchen eine dynamische Wirtschaft. Und diese Wirtschaft kann ich umlenken. Ne? Ich kann sie umlenken in Richtung Klimafreundlichkeit oder Umweltfreundlichkeit generell. Das kann man tun durch die richtigen Signale, können wir noch drüber sprechen. Aber die Signale gibt es nicht. Aber ich kann nicht eine Wirtschaft einfach mal anhalten oder rückwärts fahren und glauben, ich rette dadurch das Klima. Und das noch auf nationaler Ebene. Ist das denn empirisch, was er gerade sagt? Ja, und die Kollateralschäden. Stoppt wieder nicht bei mir hier. Ist das denn empirisch, was er sagt? Also wenn die Wirtschaft abschmiert, dann gehen natürlich die Emissionen runter. Der einzige Grund, warum wir uns jetzt wahrscheinlich irgendwie an das Emissionsziel halten können, zumindest nach aktuellen Prognosen, also 2045 klimaneutral, liegt an der Rezession. Das heißt, aus meiner Perspektive ist es eher ein Trade-off, setze ich auf eine gute Wirtschaft, weil global eh nichts an den Emissionen passiert. Oder kümmere ich mich um das Klima als ein einzelnes Land, global vollkommen unbedeutend und mache gleichzeitig halt eben meine Wirtschaft kaputt. Also ich sehe da einen gewissen Trade-off. Und vielleicht noch ein Punkt, bevor ich das Wort an dich weitergebe. Es gibt auch durchaus sinnvolle Investitionen, die wir unabhängig betreiben können, davon, ob wir das Klima schützen oder nicht. Nämlich wir müssen auch Schadensbegrenzung machen, denn wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden wir auch in Deutschland hier Probleme haben. Und da braucht es natürlich massive Investitionen in Dämme etc., um sich gegen diese Überschwemmung irgendwie schützen zu können. Ja, also zu dem, also Flassbecks Argument ist ja, wenn man national dann die Wirtschaft schlechter laufen lässt beispielsweise und Ressourcen einspart, dann sinkt der Preis am globalen Markt.
Denn die Nachfrage nach Öl beispielsweise, die ist relativ konstant. Das Angebot ist auch relativ konstant. Wenn man die Nachfrage ein bisschen reduziert, dann führt das sofort zu einem Preisverfall bei Erdöl. Und an dem Argument ist ja durchaus was dran. Es bräuchte, wenn man tatsächlich global das reduzieren wollte, eher Vereinbarungen über die Produktion von Erdöl, von Kohle, von Erdgas als über, über die Konsumption. Also die Produktionsseite, die ist eigentlich wichtiger, die wird aber global überhaupt nicht behandelt. Denn da müsste man an dieses Dogma der freien Rohstoffmärkte ran. Also da müsste man tatsächlich global die Preise für wichtige Rohstoffe absprechen. Was übrigens auch unabhängig von diesem Klimathema bei anderen Rohstoffen gar keine schlechte Idee wäre. Also dass gerade an den Finanzmärkten sich Nahrungsmittelpreise mal eben verdoppeln können. Also dass der Weizenpreis, haben wir ja am Anfang des Ukraine-Krieges gesehen, sich mal eben verdoppeln kann, weil da ganz viele Spekulanten aufspringen. Mittlerweile ist er wieder auf den alten Niveaus angekommen. Das führt in weiten Teilen Afrikas plötzlich zu Hungersnöten. Das ist keine gute Entwicklung. Da müsste man allgemein mal über Preisabsprachen an den Rohstoffmärkten sprechen, dass die Preise nur noch in einem gewissen Rahmen schwanken können. Also dass sich der Preis eines Grundnahrungsmittels nicht mal eben verdoppelt. Also das wäre auch abseits dieses Klimathemas, glaube ich, mal eine sehr relevante Debatte, an die wir, über die wir häufiger reden sollten. Ja, also er gibt in dem Buch Relevante Ökonomik sogar dem Kollegen Hans-Werner Sinn mal recht. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Rohstoffmarkt, speziell Öl, ist ein Räumungsmarkt und wenn ein Land, nur ein einzelnes Land, seine Nachfrage reduziert, dann wird diese Nachfrage einfach von anderen Ländern übernommen, weil immer der Markt geräumt wird. Ja, ist ja einfach ein ganz einfaches Beispiel, weil es auch ein sehr, sehr einfacher Markt ist natürlich. Den sehen wir ja jetzt überall. Deutschland ist ins Hintertreffen geraten. Wir sind überall eigentlich im Rückwärtsgang. Wir haben Produktivität verloren. Wir sehen Stagnation. Wir sehen Deindustrialisierung, Arbeitsplätze, die abgeschafft werden. Wir haben keinen wettbewerbsfähigen Strom mehr. Es ist wirklich ein absolutes Desaster. Die Unternehmen gehen entweder pleite oder sie verlassen sogar teilweise das Land. Die Unsicherheit war noch nie so groß. Und wenn selbst Unternehmen wie VW oder auch BASF überlegen, Werke zu schließen, einzudämmen, Leute zu entlassen, dann sollte ja die Alarmglocke, denke ich mal, auch in Berlin endlich mal klingeln. Aber das Problem ist halt, wie Sie es richtig gesagt haben, wir haben die falschen Prioritäten gesetzt und natürlich auch eine Ideologie über die Vernunft gestellt. Aber ohne Wohlstand werden wir gar nichts mehr erreichen können. Also wenn wir Klimaschutz machen wollen, dann brauchen wir vor allem Geld und Wohlstand. Und ohne Wohlstand, das sieht man ja auch in Ländern der dritten Welt, die kümmern sich nicht so sehr um Umweltschutz oder auch um Klima, weil sie gar nicht die Kapazitäten haben. Da geht es erstmal ums Überleben. Jetzt natürlich die wichtige Frage. Kurz ein, man muss ja nur Ostdeutschland angucken, ne? Ja. Wenn man in Ostdeutschland die Leute fragt, wie wichtig ist Klima, dann steht es ganz weit hinten, ne? In Westdeutschland steht es ziemlich weit vorne, jetzt auch ein bisschen weiter nach hinten, aber ziemlich weit vorne. Und das zeigt schon einen entscheidenden Unterschied. Wenn ich um meine wirtschaftliche Überleben noch kämpfe und große wirtschaftliche Probleme habe, dann tue ich nichts in Sachen Umweltschutz oder viel weniger, als wenn ich in einer günstigen Situation bin. Und genau diesen Zusammenhang haben sie nicht begriffen und wollen sie auch offensichtlich nicht begreifen. Ja, absolut. Also die Leute möchten erstmal Sicherheit, sie möchten was zum Essen auf dem Tisch haben, ein Dach über dem Kopf, bezahlbare Preise und dann kommt irgendwann erstmal sozusagen das Luxusgut, nämlich Klimaschutz und so weiter und Umweltschutz. Und das sehen wir ja auch in der DDR, hat man ja auch gesehen, ne? Da war Klimaschutz, Umweltschutz überhaupt nicht wichtig, alles war verseucht und versauert und in Deutschland in den 50er, 60ern hat man auch erstmal Gas gegeben, die gleichen Parallelen in China, da hat man erstmal 30, 40 Jahre Gas gegeben, jetzt fangen sie langsam an umzudenken und versuchen die Flüsse zu reinigen, Kläranlagen zu bauen und gucken, dass sie nicht zu viel CO2 ausstoßen. Jetzt die wichtige Frage natürlich, wir sind uns einig, da sind wir Brüder im Geiste, diese Regierung ist leider grottenschlecht und man kann nur hoffen, dass sie bald, dass wir erlöst werden. Aber was würden Sie denn, wenn Sie wieder Staatssekretär wären oder wenn Sie die Möglichkeiten hätten, die nächste Bundesregierung zu beraten, wie die auch immer aussehen mag, was würden Sie denn sagen, was sind die wichtigsten drei Schritte, damit wir mit einer relevanten Ökonomik dieses Land wieder sozusagen auf den richtigen Pfad bringen können? Naja, das Erste ist... Da stimmen wir wahrscheinlich nicht überein, aber müssen wir eben mal diskutieren. Okay. Ist die Schuldenfrage, öffentliche Schulden, ne? Will ich gleich nochmal erklären. Ich sage erstmal die drei Punkte. Das zweite ist Geldpolitik. Wir machen falsche Geldpolitik in meinen Augen. Mhm. Und das dritte ist dann die Klimastrategie oder eine Umweltstrategie. Ich bin ja überhaupt nicht dagegen, dass man etwas für das Klima tut. Nein, das muss man auf der Welt tun. Aber man muss es richtig einordnen, man muss es einbetten in einen globalen Rahmen und den gibt es einfach nicht. So, fange ich mal mit der Schuldenfrage an. Das ist meines Erachtens wirklich die entscheidende Frage für Europa, für Deutschland und Europa in den nächsten Jahren. Warum?
weil es einfach so nicht geht, wie man sich jetzt das immer einbildet. Der Staat ist ein guter Junge oder gutes Mädchen, ist mir egal, und spart einfach mal, ne? Und wenn es nicht klappt mit dem Sparen, dann liegt es daran, dass sie einfach nicht ehrgeizig genug waren. Das ist falsch, ne? Der Staat ist eingebettet in ein System von Sparen und Schulden. Und dieses System muss man begreifen. Und das begreift leider in Deutschland in der Politik niemand und von den Ökonomen vielleicht 1% oder 2%. Und das ist aber ein logisches System. Es ist keine Theorie, über die ich rede, sondern es ist ein logisches System. Das System heißt, wenn einer in der Volkswirtschaft spart, muss ein anderer sich verschulden, sonst bricht die Wirtschaft ein. Warum ist das so? Weil Ersparnisse, die auf der Bank liegen, die sind ja von irgendwo hergekommen, ne? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Das waren ja Löhne und Einkommen, die Unternehmen und der Staat bezahlt haben. So, die müssen bei einer funktionierenden Wirtschaft wieder zurück zum Staat und zu den Unternehmen, damit die überleben können, ne? Die Unternehmen können nicht jeden Monat, sagen wir, das Zahl stimmt so ungefähr, 100 Milliarden an Löhnen und Gehältern auszahlen an die Menschen und sie kriegen am Ende des Monats immer nur 90 zurück. Das kann nicht funktionieren. Das ist kein gutes Geschäftsmodell, ne? Früher oder später sind alle Unternehmen pleite. So, das funktioniert. Es muss also immer in der Höhe der Ersparnis muss sich jemand verschulden. Ist nur die Frage, wer sich verschuldet. Nicht, ob man sich verschuldet, sondern wer sich verschuldet. So, und nun gibt es nur drei Akteure. Es gibt früher, 60er Jahre, habe ich auch noch nicht erlebt, aber da war es so, kann man empirisch ja genau nachweisen, auch in meinem Buch ausführlich getan. In den 60er Jahren war es so, die privaten Haushalte haben gespart, die sparen immer. Die sind halt Häuslebauer und denken, Sparen ist per se was Gutes, was nicht stimmt. Aber sie sparen und das will man ihnen auch gar nicht ausreden. Und dann haben aber den Gegenbuchung dazu, die Schulden haben die Unternehmen gemacht. Die Unternehmen haben sich verschuldet, per Saldo verschuldet, haben investiert und haben einen irren Wachstumsboom zustande gebracht. Ne? Da hat der Staat, hat sich weitgehend rausgehalten. Der Staat war immer um die Nulllinie, mal plus, mal ein bisschen minus, aber keine entscheidende Veränderung. Dann gibt es nur noch einen vierten Akteur, der kommt gleich dazu, das ist das Ausland. Das Ausland kann sich natürlich auch verschulden. Aber das ist natürlich keine Lösung für die Welt, weil die Welt hat dummerweise kein Ausland. Ne? Kann immer nur ein Land machen, aber können nicht alles zusammen machen. So, jetzt beobachten wir etwas Einfaches, Herr Friedrich, ganz einfach. Ne? Es ist ja furchtbar simpel. Wir haben eine neue empirische Beobachtung seit Beginn dieses Jahrtausends. Und die heißt, die Unternehmen sind nicht mehr Schuldner, fast in allen Industrieländern der Welt, sondern die Unternehmen sind auch Sparer geworden. Über die Gründe kann man lange sinnieren. Es hat vielleicht mit Stakeholder oder Shareholder-Welt zu tun oder was weiß ich. Mit vielen Dingen, wo die Unternehmen unter Druck stehen, dass sie einfach keine Verluste mehr machen können über längere Zeit oder so. Egal. Es ist aber egal zunächst mal, warum es so ist. Die Tatsache ist einfach, dass wir dieses Faktum haben. Und in einer solchen Welt, wenn wir jetzt die Welt mal betrachten, gibt es nur noch einen, der Schulden machen kann. Und das ist der Staat. Und der muss Schulden machen, ne? Und zwar, sage ich nochmal die Größenordnung, damit es auch jeder jetzt vom Hocker fällt. Die Größenordnung in Deutschland ist 250 Milliarden. Ne? Damit wir eine stillstehende Wirtschaft, ein Nullwachstum-Wirtschaft haben, in der sonst die wenigstens stabil bleibt, nicht zusammenbricht, muss sich jedes Jahr irgendjemand um 250 Milliarden verschulden, neu verschulden, jedes Jahr neu, weil wir 250 Milliarden sparen wollen. So, diese Lösung. So, und das ist wirklich ein zentrales Thema. Du hast es schon geschrieben. Da waren viele Kommentatoren bei Marc Friedrich nicht so begeistert von, nach dem Motto, auch da einer Flassbeck, der lebt in seiner eigenen Welt. Das waren tatsächlich einige Kommentare. Die meisten Kommentare, die ich gesehen habe, die haben diese makroökonomische Logik hier gar nicht angezweifelt, sondern die haben gesagt, ah, wenn diese Regierung sich mehr verschuldet, dann wird das Geld für Unsinn ausgegeben. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, ob diese Regierung sich mehr verschulden soll. Es geht darum, wie eine bessere Wirtschaftspolitik in Deutschland gemacht werden kann. Das gleiche Problem, das hätte auch eine AfD-Regierung. Ich meine, wir hatten ja vor über einem Jahr schon die AfD-Pläne zum Euro-Austritt auseinandergenommen. Da hat die AfD ja gefordert, ja, wir führen die D-Mark wieder ein. Dann würde die deutlich aufwerten. Das wäre toll. Dann hätten wir Deutschen mehr Kaufkraft. Ja, die deutschen Haushalte sparen jedes Jahr 250 Milliarden Euro. Dann von mir aus so viel D-Mark. Dann haben wir keinen Leistungsbilanzüberschuss mehr. Wer gleicht jetzt dieses Sparproblem aus? Die AfD ist ja auch dafür, dass der Staat sich nicht verschuldet. Was soll dann passieren? Ja, dann bricht die Wirtschaftsleistung enorm ein. Dann ist die Wirtschaft innerhalb weniger Monate tot. Deswegen die AfD das auch so niemals umsetzen würde. Das war dann auch unser Fazit in der damaligen Sendung. Aber dieses Problem, das hätte jede Bundesregierung, egal welche Partei an der Macht, ist vollkommen egal.
löst Deutschland dieses Problem über den Leistungsbilanzüberschuss, aber das ist keine nachhaltige Lösung, weil dadurch die Schulden bei unseren europäischen Handelspartnern steigen. Beziehungsweise mittlerweile hat die Eurozone als Ganzes schon einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss. Das ist keine nachhaltige Lösung, dass so ein riesiger Wirtschaftsraum, der aus Industrieländern besteht, so einen riesigen Überschuss macht. Das bedeutet nämlich dann, dass sich Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt verschulden müssen. Also Argentinien und die Türkei, die können sich auch nicht dauerhaft verschulden, sieht man ja gerade. Da gibt es ja dauernd Finanzkrisen aus genau diesem Grund, weil es da Leistungsbilanzdefizite gibt. Also einfach dieses Verschuldungsproblem zu exportieren und zu sagen, ja, die anderen sollen sich verschulden, das ist keine gute und nachhaltige Lösung. Und in Europa, da hat es ja auch diese Manie, unbedingt sparen zu wollen, dieser Versuch zu sparen, während die Unternehmen nicht investieren, dieser Versuch hat ja in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten zu diesen systematisch geringeren Wachstumsraten als in den USA geführt. Ich hatte es schon erwähnt, in den USA, da waren die Wachstumsraten deutlich höher als hier in Europa, weil hier in Europa eben versucht wurde zu sparen, in den USA nicht. Das ist wirklich der relevante Unterschied, den man zwischen Europa und den USA ziehen kann. Hier haben die Staaten versucht, sich zurückzuhalten, hier haben sie versucht, irgendwelche Schuldenregeln einzuhalten, die sich nicht einhalten lassen in einer Welt sparender Unternehmen. Aber in den USA, da hat der Staat gesagt, okay, die Wirtschaft läuft schlecht, ich gebe mehr Geld aus. Und das wäre das einzig Vernünftige. Und ich kann dir jetzt ja mal sagen, was die einzige Lösung wäre, wenn wir den Leistungsbilanzüberschuss behalten wollen, ohne Europa kaputt zu machen. Eine Transferunion. Ja? Wir geben den Ländern, die bei uns einkaufen, das Geld dafür. Ja? Und was wäre dann mit dem Staatshaushalt? Ja, wir wären natürlich im Defizit. Das ist natürlich totaler Unsinn, auch wenn man über den Wohlstand von Deutschland nachdenkt. Aber das wäre die einzige Lösung. Also quasi allen Ländern, die in Deutschland einkaufen, die ein Leistungsbilanzdefizit gegenüber Deutschland haben, das Geld dafür zu geben. Ja, das wäre hier sozusagen die einzige makroökonomische Lösung. Das heißt, man kann sich jetzt überlegen, ob wir jetzt in Deutschland über viele Jahre die Löhne schneller steigen lassen als in anderen europäischen Ländern und den Leistungsbilanzüberschuss abbauen oder ob wir den Ländern das Geld geben. Ne? Das ist natürlich, wird natürlich nicht passieren, aber das wäre die einzige Lösung dafür, eine Transferunion. Ja, gewissermaßen passiert es ja. Also die EU, die hat ja Transfermechanismen, vor allem über die Agrarförderung. Und das sind ja die osteuropäischen Länder, die ökonomisch schlechter gestellt sind, Nettoempfänger. Also es funktioniert ja real schon, auch wenn die Transfermechanismen natürlich nicht stark genug sind. Minimal, auch wenn man die dann ausweiten muss. Und die wird man sukzessive ausweiten, solange die Löhne in Deutschland nicht steigen und diese Länder aus eigener Kraft gehen können. Also solange wir dieses Lohngefälle haben, solange wir den hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss haben, solange wird sich die Eurozone und auch die gesamte EU damit weiter in Richtung Transferunion entwickeln. Also wer das nicht will politisch, was ja viele sagen. Also viele sagen, ja, ich bin ja gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden, ich bin gegen eine Vergemeinschaftung von Risiken, ich bin dagegen, dass wir hier den Staatshaushalt anderer Länder subventionieren. Ja, wenn ihr dagegen seid, dann müsst ihr für steigende Löhne in Deutschland sein. Dann müsst ihr dafür sein, dass es diese Ungleichgewichte nicht gibt. Auf nationaler Ebene, da funktioniert das ja auch, dass die wirtschaftsstarken Bundesländer wie Bayern, dass die eher schwächere Bundesländer wie Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern subventionieren. Also auf Bundesebene, da gibt es halt diesen Willen, wir sind ein Nationalstaat und die eine Region, die kommt für die andere auf. Aber auf europäischer Ebene gibt es diesen Willen nicht. Und solange es diesen Willen nicht gibt, solange man keine Transferunion will, sollte man zumindest die wirtschaftspolitischen Bedingungen dafür schaffen, dass es ihrer nicht bedarf. Ja, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Wir haben jetzt im Baltikum massiv schnell steigende Löhne. Viel problematischer, als das damals in der Griechenland-Krise war. Also da braut sich ein riesiges Problem innerhalb der Eurozone zusammen. Und das die einzige Lösung, wie gesagt, ist eine Transferunion oder die Länder gehen halt aus dem Euro raus. Ist eigentlich ein eigenes Thema. Ja. Weißt du übrigens, welcher, ich sag jetzt mal, total unseriöse Balkanstaat gerade enorm, also auch relativ hohe Lohnzuwächse hatte und deswegen seine Wettbewerbsfähigkeit verliert? Ja, Litauen und Lettland, beide doch, oder nicht? Balkan, habe ich gerade gesagt, nicht Baltikum, Österreich. Ach so, okay, ja. Das ist auch total witzig. Also Österreich, die hatten eine relativ gute Lohnentwicklung die letzten Jahre und das hat schon, also jetzt auch nicht überbordend, also die Löhne in Österreich sind ja nicht explodiert, aber das hat schon gereicht, um an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Also wenn in Österreich die Löhne weiter so steigen die nächsten Jahre, dann haben die sogar die bald auch ein Problem. Und also wir können, also ich bin wirklich gespannt, wenn es dazu kommt, ob dann in unseren Nachrichten über diese unseriöse Schuldenmacherei dieser verdammten Österreicher genauso gesprochen wird wie über die der Griechen oder der Italiener. Da bin ich wirklich gespannt drauf, was dann der Fall ist. Also es sind ja mittlerweile, also aktuell eher kleinere Länder, die Probleme machen. Österreich, Kroatien,
Die Staaten im Baltikum, Rumänien, Bulgarien, also Bulgarien, die Währung ist ja auch 1:1 an den Euro gekoppelt und die Löhne explodieren da. Was passiert dann? Die Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab. Also das werden dann eher kleinere Krisen als die große Euro-Krise, die wir erlebt haben, da das eher kleinere Staaten sind, die dann betroffen werden. Aber ich bin dann echt gespannt auf die mediale Berichterstattung. Ja, und Kroatien, vielleicht noch abschließend zu Kroatien, das ist ja auch bitter. Kroatien macht 10, 15 Jahre lang extra eine ganz, ganz konservative Lohnpolitik, extrem langsam steigende Löhne, damit sie wettbewerbsfähig dann in den Euro kommen. Der Wechselkurs war ja schon festgelegt. Dann kommen sie in den Euro und jetzt geht alles das, für das sie die komplette Binnennachfrage abgewürgt haben, ist jetzt egal, weil sie jetzt eh ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Also das ist einfach nur traurig. Die Lösung des Problems ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren durch das Ausland erfolgt. Wir haben Riesenleistungsplatzüberschüsse. Das ist also das Verschulden des Auslandes. Aus Ausland hat uns dieses Problem gelöst. Ne? So, aber das habe ich schon gesagt, kann man leider nicht verallgemeinern. Wir können jetzt nicht sagen, als ganz Europa, wir wollen, dass das Ausland sich verschuldet. Dann kommt übermorgen Trump dran und sagt, Leute, patsch, aus mit euch. Alle Märkte zu und schon ist vorbei. Ne? Also es geht nicht. Geht auch, es ist lächerlich, auch eine lächerliche Lösung zu sagen, wir Europäer, wir sind zwar groß und reich, aber wir brauchen jetzt das Ausland zum Verschulden. Die Chinesen sollen sich gewöhnlich verschulden. Das ist lächerlich. Also in Europa kann es nur der Staat sein. Und jetzt kommen wir zu meinen, ich sitze ja hier in Frankreich, zu den unseren Nachbarländern. Was passiert da gerade? In Frankreich gibt es jetzt eine irrsinnige Diskussion. Die haben ein Defizit, ein Staatsdefizit von 6% und versuchen, das runterzukriegen. Aber in Frankreich ist die Situation genauso. Hohe private Ersparnisse. Und da ist es unmöglich. Es ist unmöglich. Wir verlangen von Frankreich jetzt etwas Unmögliches. Ne? Mhm. Und das ist extrem gefährlich. Wenn Sie, wenn man kann von Leuten alles Mögliche verlangen. Aber wenn man von Leuten verlangt, etwas Unmögliches zu tun, dann wird es bitter enden. Ich will Ihnen eine, wenn ich das kurz noch erläutern darf, eine geschichtliche Lektion. Ne? Ja. Wann von einem Land etwas absolut Unmögliches verlangt wurde, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg von Deutschland. Man hat von Deutschland verlangt, Reparationen zu bezahlen in einer Größenordnung, die völlig unmöglich war. Ne? Und wir wissen alle, wie das geendet hat, ganz fürchterlich. Und wir wissen auch, es gab einen einzigen Menschen auf der Welt, der das wirklich erkannt hat. Und dieser Mann hieß John Maynard Keynes, ne? Dummerweise ein Engländer. Aber er hat es erkannt. Er war der Einzige, der gewarnt hat auf der Welt, ihr könnt nicht von den Deutschen verlangen, dass sie Transferleistungen zahlen, weil dann müssten sie Leistungsplatzüberschüsse machen. Aber ihr wollt ja gar nicht, dass sie Leistungsplatzüberschüsse machen. Ihr wollt ja verhindern, dass sie Leistungsplatzüberschüsse machen. Und wenn man dann Transferleistungen gleichzeitig verlangt, ist es unmöglich, ist logisch unmöglich, ne? Ja, und das war auch das Ziel des Versailler Vertrags. Man wollte Deutschland in einer wirtschaftlich schwachen Situation halten, eben damit man diesen großen Konkurrenten in Europa nicht mehr hat. Also das war dann auch das politische Ziel, dass man dort so harte Bedingungen aufoktroyiert hat. Und Keynes war dann einer, der gesagt hat, Moment mal, also das geht ja gar nicht. Wo soll Deutschland die Goldmark hernehmen? Es kann ja gar keine Leistungsbilanzüberschüsse machen in diesem System, wo alle Währungen international ans Gold gekoppelt waren, was ja vor dem Ersten Weltkrieg galt und was dann nach und nach wieder eingeführt werden sollte. Wie soll das gehen? Und da haben die Alliierten gesagt, uns egal, wir machen das trotzdem. Ja, ich würde auch sagen, das ist halt politökonomisch. Deutschland hätte sich ja selber dann irgendwie verkaufen können. Ne? Also man macht Deutschland halt einfach kaputt. Es ist ja einfache makroökonomische Buchhaltung. Er sagt jetzt, es hat niemand verstanden, das kann natürlich so sein, aber es ist ja einfach makroökonomische Buchhaltung. Ich habe ein Saldo von null mit dem Ausland und muss jedes Jahr Geld ans Ausland geben, dass das nicht geht, das ist ja klar. Ja, stimmt. Deutschland hätte dann seinen Kapitalmarkt öffnen können und dann die gesamte deutsche Produktion nach und nach ins Ausland verkaufen können. So hätte man es bezahlen können. Das war damals natürlich nicht so. Also Deutschland hatte Deutschland wurde nach dem Ersten Weltkrieg ja auch das ganze Auslandsvermögen, aus dem man es hätte bezahlen können, enteignet. Also alle deutschen Patente, alle Vermögen, die deutsche Kapitalisten im Ausland hatten, wurde alles auf einen Schlag enteignet, damit die Briten und die Franzosen dann auch ihre Schulden, die sie bei den USA hatten, bezahlen konnten. Also das ist, das ist aber sehr interessant, wenn man sich heutige makroökonomische Regime anguckt. Das ist jetzt ein sehr extremer Fall, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man ein Land halt in so einer unterlegenen Position hält und versucht, es da dauerhaft zu halten. Irgendwann zerbricht so ein System auf die eine oder andere Weise.
Und genauso etwas logisch und möglich verlangen wir jetzt von Italien und Frankreich. Und das geht nicht. Das geht in die Hose. Das muss massiv in die Hose gehen. Okay. Gut. Was sind die zwei anderen Punkte noch, die Sie der Bundesregierung... Also mehr Schulden. Verdammt, uns wurde im Titel doch eine Debatte versprochen. Ich habe ja auch schon gelesen, in dem Chat wird sich schon über Marc Friedrich beschwert, aber bislang ist es ja einfach nur ein Interview, ne? Ja, ich hätte mich jetzt hier echt du hast gesehen, Marc Friedrich, er hat drüber nachgedacht, aber ich wäre echt gespannt gewesen, was jetzt sein Widerspruch gewesen wäre. Er ist ja, glaube ich, Österreicher, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Hayek. Ja, da würde mich tatsächlich interessieren, was er hier drauf jetzt geantwortet hätte. Zu lange immer. Aber ich hoffe, man kann es ertragen. Geldpolitik, also ich glaube, diese Geldpolitik war falsch. Die letzten zwei Jahre, die ist jetzt fundamental falsch. Ja. Wir sind jetzt in Europa in einer Rezession. Die Zinsen sind immer noch erhöht, viel zu hoch. Wir haben ja keine Inflation mehr. Es war auch keine Inflation. Es waren temporäre Preisschocks, wie in den 70er Jahren. Das hätte man auch wissen können. Als erfahrener Volkswirt hätte man das wissen können. Ja, was ist der Unterschied zwischen Inflation und temporären Preisschocks? Da wurde sich ja auch überall, Heiner Plasbeck war ja während dieser ganzen Phase immer bei diesen, ich sag mal so, Aktienkanälen eingeladen, die auch eher neoliberal waren und alle Zuschauer haben sich drauf der leugnet die Inflation, die Preise sind doch gestiegen. Ja, die Preise sind gestiegen, euer reales Einkommen ist gestiegen, das ist ja sein Punkt. Bei einer richtigen Inflation, da wäre euer reales Einkommen gar nicht da wäre euer reales Einkommen sogar mitgestiegen. Bei einer richtigen Inflation treiben sich Preise und Löhne eben gegenseitig. Also eine richtige Inflation wäre für euch selbst sogar weniger schädlich gewesen als so ein importierter Preisschock, wo einfach nur die Preise von Importgütern steigen, wo nur das Ausland profitiert. Also wo Saudi Aramco und Gazprom dann höhere Gewinne machen, aber wir hier in Deutschland dann höhere Preise bezahlen müssen. Also damit leugnet er nicht die Inflation, sondern er sagt, dass analytisch etwas passiert ist, was unserer gesamten deutschen Volkswirtschaft sogar noch viel mehr schadet, als einfach ein ganz normaler inflationärer Prozess. Ja, also makroökonomisch gibt es nur drei Einflussfaktoren für Preise. Ja, und zwar sind es die Löhne, die sind für eine Volkswirtschaft der wichtigste Faktor. Es sind die Importpreise und es sind die Gewinne. Ja, und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, die Gewinne können nicht jedes Jahr quasi steigen. Gewinne können keine Dynamik auslösen, keine langfristige Inflation auslösen. Importe auch eher schwierig. Das wäre dann schon ein massives Problem, wenn der Wechselkurs sozusagen jedes Jahr absteigt. Für eine Volkswirtschaft, für Deutschland oder für den ganzen Euroraum können auch die Importpreise keine langfristige Inflation erklären. Das heißt, man muss nur schauen, gibt es eine Dynamik bei den Löhnen? Gibt es jedes Jahr viel zu stark steigende Löhne? Und dann weiß man, wenn das der Fall ist, dann kann es eine langfristige Inflation geben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein permanenter Preisschock. Und so einfach war das. Man hat gesehen, okay, die Löhne steigen jetzt nicht dynamisch. Wir wissen jetzt, dass die Löhne jetzt nicht dynamisch jedes Jahr 15% steigen, also haben wir keine langfristige Inflation. Ganz einfach. Es sind temporäre Preisschocks. Wenn es dann nicht eine wahnsinnige Inflationierung durch die Löhne gibt, gibt es keine Inflation, ne? Sondern es geht wieder runter. Und es ist auch wieder runtergegangen. Da habe ich ja nun wirklich mich festgelegt sehr früh und habe auch richtig gelegen. Aber die Geldpolitik muss jetzt mit Gewalt ihre Entscheidung, da die Zinsen zu erhöhen, verteidigen. Und dadurch sind wir in einer ganz fatalen Situation. Das ist für Europa ein wirklicher, grandioser Knackpunkt. Und der wird ja immer vergessen. Der wird ja in der politischen Diskussion, gibt es ihn gar nicht, weil die Politiker wollen nicht gerne über Geldpolitik reden, weil sie denken, das sind ja autonom und unabhängig und da darf ich nicht drüber reden, was ja Quatsch ist. Ne? Natürlich kann man über Entscheidungen unabhängiger Institutionen reden. Man muss darüber reden. Wer soll denn sonst darüber reden? Und da ist der Knackpunkt. Wir haben jetzt Zinsen für eine Welt, die es nicht mehr gibt. Es gibt auf der Erzeugerpreisstufe, das ist ja das, was für die Unternehmen interessant ist, sind die laufenden Preissteigerungen die ganze Zeit schon null. Und dann haben wir Nominalzinsen von 4-5%, was die Unternehmen zahlen müssen. Und das ist viel zu hoch. Und was passiert? Es passiert ja das, was man erwartet hat. Erstens der Bau eingebrochen in Deutschland massiv. Und jetzt, ich habe gerade vorhin gesagt, sind die Ausrüstungsinvestitionen eingebrochen. Das ist das Worst Case, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren könnte, dass wir einen solchen Investitionseinbruch produzieren. So, das ist der zweite große Fehler, wo man, und da muss man als Finanzminister drüber reden. Ich meine, es macht keinen Sinn zu sagen, da sitzen irgendwelche weisen Leute in Frankfurt und die werden das schon richtig machen. Nein, die machen das nicht richtig, die sind auch Menschen und die machen auch grandiose Fehler und
ich will das auch ganz offen sagen, der deutsche... Ja, und das hat Lindner ja auch nicht gesagt. Als die EZB die Zinsen erhöht hat, da waren er und sein Chefberater die Ersten, die noch weitere und noch striktere Zinserhöhungen gefordert haben. Also dieser Glaube... Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, wo Heiner Flessbeke hin möchte, weil wir leben halt in dieser Technokratie, ne? Also wir haben das ja an die EZB abgegeben. Er müsste jetzt als Regierung dagegen sein. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich finde es ja prinzipiell gut. Ja, haben wir ja de facto gar nicht. Also die Isabel Schnabel und Joachim Nagel, die sitzen dort, weil sie die Verbindung zur richtigen Partei haben, beziehungsweise sogar das richtige Parteibuch. Also die sitzen ja nicht da, weil sie von irgendeiner übergeordneten Instanz ausgewählt wurden. Es gibt keine neutralen Institutionen. Und diese unabhängige Zentralbank ist gewissermaßen auch eine Fiktion, um neoliberale Geldpolitik bis in alle Ewigkeit festzuschreiben. Aber das ist in der Realität nicht so. Also die Zentralbankposten, die werden ja politisch besetzt. Und das sieht man auch daran, dass die Südeuropäer eher vorsichtiger sind in der Geldpolitik als die nordeuropäischen Notenbankchefs. Weil die eben ein Stück weit schon die nationalen Interessen ihrer Länder vertreten, was ja auch wichtig ist, was gar nicht anders geht in der Realität. Also es wäre albern, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Bundesbankpräsident war derjenige, der den größten Fehler wahrscheinlich gemacht hat. Der ist nämlich vor eine Wand weggerannt und sobald er installiert war, am Anfang 21, und hat sofort gesagt, jetzt bricht die Katastrophe aus und wir müssen die Inflation bekämpfen. Na gut, der dritte Punkt ist Klimapolitik. Ich habe ja lange bei den Vereinten Nationen gearbeitet und es ist mir damals schon immer klar gewesen, diese Klimapolitik, auch wie die Vereinten Nationen sie angehen, das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Nun, weil man nur Absichtserklärungen hat. Was man von den Ländern verlangt, sind Absichtserklärungen. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es die Produzenten der fossilen Energie. Die USA sind der größte in der Welt. Ne? Und die Saudis und andere, von denen man nichts verlangt. Niemand verlangt etwas von denen, außer dass die sollen sich auch so anpassen. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht darum, dass sie aufhören, das Zeug zu produzieren. Also wenn man wirklich Klimawandel verhindern will, muss man das tun. Dann muss man reduzieren das Angebot an fossilen Energieträgern. Ne? Es nützt nichts. Das schönste Beispiel sind die Norweger. Norweger ist ja ein geniales Land, die heute ja wirklich schon fast CO2-frei sind. Aber sie haben ihren ganzen Reichtum dadurch gekriegt, dass sie das Zeug verhökert haben, dass sie Öl und Gas verkauft haben. Sie verkaufen immer noch. Ja. Das ist also wirklich das heuchlerischste Staat überhaupt. Und deswegen, man muss von den Produzenten verlangen, dass sie mitmachen. Ohne dass die Produzenten mitmachen, geht es nicht. Weil wenn ich das, da ist übrigens der Punkt, wo ich mit Herrn Sinn 100% übereinstimme. Ne? Also ich stimme mit ihm in 1000 Punkten nicht überein. Aber da stimmen wir 100% überein. Wenn ich auf der Welt eine bestimmte Menge an Öl produziere und Gas und die Nachfrage sinkt, weil Deutschland jetzt kein Öl mehr nachfragt, ja, was passiert dann? Dann fragt es jemand anders nach. Ne? Im Zweifel sinkt der Preis und jemand anders fragt es nach. Und dann habe ich auf der Welt den Effekt, den ich genau nicht haben will. Und deswegen ist es bringt nicht nur nichts, es kann sogar kontraproduktiv sein, wenn wir hier durchdrehen und glauben, wir können die Welt retten. Wir können die Welt nicht retten. Man muss es auch, es ist schrecklich. Ich gehe auf Konferenzen und rede mit Menschen. Ich war neulich bei einer Konferenz, wo es um dieses Thema ging. Wenn man den Leuten sagt, ja, du kannst aber nichts tun, du kannst dich auf den Kopf stellen, du kannst hier Räder schlagen und sonst was irgendwie machen, aber du kannst nichts ändern. Dann sind die Leute richtig, richtig sauer. Ne? Die mögen das nicht. Die wollen den Eindruck haben, ich kann die Welt retten. Ich müsste sie retten können, wenn ich jetzt... Das ist eine Hybris. Das ist eine Hybris. Wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, dann muss es doch gut werden. Ne? Das wird leider nicht gut. Das wird überhaupt nicht gut. Und da ist das große Thema. Aber sehen Sie, da ist der Punkt, wo dann die Politik, auch die Vereinten Nationen total versagen. Ne? Das ist ein Kommunikationsproblem. Es gibt ja inzwischen Bewusstsein für das Problem. Damals, als ich bei den Vereinten Nationen war, gab es das nicht. Ich habe immer dafür geworben. Inzwischen gibt es das ja. Es wurde ja im letzten Konferenz in Doha versucht, da einen Satz hineinzuschreiben. Es wurde ein Satz hineingeschrieben, der auch die Produzenten einbinden soll. Aber der ist vollkommen sinnlos, der Satz. Jetzt, es gibt auch von der Vereinten Nationen einen Report, der heißt Production Gap Report, wo man das sieht, die Lücke zwischen dem, was nicht produziert werden sollte und was aber tatsächlich produziert wird. Und
Es ist ein politischer Kampf. Ne? Mhm. Man muss jetzt in den politischen Kampf gehen, wenn man ehrlich sein will und Klimawandel bekämpfen will, muss man in den politischen Kampf gehen mit den USA, mit den Saudis, mit all denen, die das Zeug produzieren. Es sind 20 Länder, also nicht unendlich viele, es sind 20 Länder etwa in der Welt. Man muss denen sagen, so geht's nicht. Mhm. Oder aber was wäre denn die Alternative? Also wie sollen wir denn ganz dann die Pause Energie, hier. Oder die Energie erzeugen? Links unten. Ja, es geht halt nicht bei mir irgendwie. Und zwar können wir ja mal darüber diskutieren, dass wir jetzt angeblich mal erfolgreich, wir spielen das einfach mal durch, erfolgreich schaffen, dass das Angebot an fossilen Energieträgern gesenkt wird. Wir haben aus der Empirie nämlich, dass das Ganze genau in der Weltfinanzkrise passiert ist. Ja, dort wurde weniger Öl gefördert. Und was passiert dann? Was machen viele Landwirte dann? Südamerika und so weiter. Was machen sie dann? Sie strukturieren ihre Felder um und bauen nun Biosprit an, anstatt Lebensmittel. Ja, also der Punkt, dass natürlich weniger Angebot das Klima retten kann, den würde ich Ihnen geben. Aber die Auswirkungen können riesige Verteilungsprobleme nach sich ziehen, wenn wir jetzt quasi das Angebot einschränken. Also ich bin sehr, sehr pessimistisch, was das angeht, dass wir das Klima retten können. Und wenn wir es versuchen, wird das zu riesigen Verteilungsproblemen führen, aus meiner Sicht. Also, das ist die nächste Frage. Das ist die nächste große Frage. Klar, das ist nicht so einfach. Es gibt ja, nicht also Atomkraft, zurück zur Atomkraft? Ja, bin ich absolut dafür. Das schon auf jeden Fall. Gut. Also ich glaube, ja. Also man kann keine Klimapolitik machen ohne Atomkraft. Das ist eine grandiose Illusion in meinen Augen. Aber das wird es vielleicht auch nicht alleine lösen. Man braucht schon viele Varianten. Aber wir müssen erstmal den Einstieg schaffen. Ne? Wir müssen den geistigen Einstieg schaffen da hinein. Den haben wir nicht geschafft. Den haben die Grünen nicht geschafft, weil sie darüber gar nicht nachdenken wollen. Es ist ihnen unangenehm. Sie wollen hier klein-klein machen, Heizungsgesetz und so Quatsch, statt darüber nachzudenken, wie kann ich einen strategischen Einstieg schaffen? Ja. Ich müsste aber deswegen werden sie auch abgestraft vom Wähler, deswegen sind sie jetzt unter 10%, fliegen natürlich, aus Landtagen raus natürlich. Und lösen sich langsam auf oder radikalisieren sich sogar, wenn man die grüne Jugend anschaut. Aber da bin ich auch ganz bei Ihnen. Aber wir sehen ja, dass die grüne Energiewende oder das grüne Wirtschaftswunder ja sich demaskiert und eigentlich eher genau das Gegenteil erzeugt hat. Wir verbrauchen mehr fossile Energie, wir produzieren mehr CO2 und wir haben immer noch keine Speichertechnologie, um die fluktuativen erneuerbaren Energien irgendwie zu speichern, für dann, wenn wir sie wirklich brauchen oder wenn keine erzeugt wird, die Nacht oder wenn der Wind steht. Du musst jetzt handeln, denn deine Finanzen schlafen nicht. Für nur 1 Euro am Tag bekommst du im Friedrich Report Analysen, Prognosen, Eigenwerbung und weitere Informationen für dich zu Hause. Ein Problem ist sozusagen, diese Dunkelflauten, für die Dunkelflauten vorzusorgen. Dafür gibt es nichts. Jetzt wollen sie ja 50 Gaskraftwerke bauen, aber die wollen sie ja nur, ob die gebaut werden. Aber 50 reichen auch bei weitem nicht aus. Wahrscheinlich braucht man 50. Ja, und da ist nochmal eine andere Frage, wo soll das Erdgas herkommen? Also wir schneiden uns von der billigen Energieversorgung aus Russland ab. Wir weigern uns jetzt auch Nord Stream 2 zu öffnen. Da ist ja noch ein Strang, der funktioniert. Also 3 wurden in die Luft gesprengt, aber einer funktioniert noch. Und jetzt will man 50 Gaskraftwerke bauen. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Oder so. Vielleicht ganz kurz auf eine Frage hier im Chat eingehen. Kann man das nochmal 50 Jahre hinaus? Und zwar schreibt hier jemand, dass ich irgendwo gesagt habe, dass Geldpolitik irrelevant ist. Man könnte vielleicht ganz kurz darauf eingehen. Also wir sehen ja an den USA, dass die Zinsen dort auch gestiegen sind, dass die Fiskalpolitik aber so stark gegengehalten hat, dass also die Wirtschaft trotzdem aus dem Loch rausgekommen ist. Und genauso wäre auch meine Theorie, also in Europa, im Euroraum, also wenn die Staaten einfach mit der Fiskalpolitik gegenhalten würden, dann wären die Zinsen der EZB auch vollkommen egal. Ja, also wenn man sich endlich mal von diesen Schuldenregeln löst, dann können die Staaten schön gegenhalten und dann würden wir auch mit den Zinsen natürlich Europa aus dem Loch holen. Also guter Punkt, der hier nochmal im Chat aufgeworfen wurde. Ja, egal wär's insofern nicht, da du bei höheren Zinsen eben auf eine höhere Staatsverschuldung angewiesen bist, um für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Bei niedrigeren Zinsen, da investieren die Unternehmen mehr, da hast du eher die Chance, dass sich ein selbsttragendes Wachstum, also selbsttragend in dem Sinne, dass die Staaten keine Schulden mehr machen müssen, dass du das hinbekommst. Also wenn der Staat sich verschulden muss, dann brauchst du, also ja. Natürlich kann der Staat immer gegen die Geldpolitik gegensteuern, aber die Geldpolitik kann ihrerseits auch gegensteuern. Ja, du siehst aber in den USA, dass auch die ganze private Investitionsdynamik da in Schwung gekommen ist.
einfach weil die Gewinne wieder zu holen waren. Ne? Also so kannst du einfach als Fiskalpolitik aus meiner Sicht die Geldpolitik aushebeln. Ich würde sagen, da haben wir dann erst in ein paar Jahren wirklich aussagekräftige Daten drüber, denn die Zinsen, die sind ja jetzt erst seit kurzer Zeit so hoch. Also da, tatsächlich, die Zinsen sind jetzt die sind wahrscheinlich sogar leicht unterhalb des nominalen Wirtschaftswachstums. Du hast da ja ein relativ ordentliches Lohnwachstum, du hast eine relativ ordentliche Inflationsrate, du hast ein ordentliches reales Wirtschaftswachstum, also das Zinsniveau, das ist da tatsächlich wahrscheinlich gerade nahe dem nominalen Wirtschaftswachstum. Aber und die Fed, die beginnt ja auch schon, das wieder zu senken. Also bin gespannt, wie lange die Zinsen noch so hoch bleiben. Aber wenn wir werden in ein paar Jahren mehr wissen. Also dann wissen wir auch exakter, wie stark diese Zinserhöhungen jetzt die Wirtschaft geschwächt haben. Also das, da würde ich sagen, da haben wir die aktuellsten Daten noch gar nicht, der Zinserhöhungen ja immer mit einer gewissen Verzögerung wirken. Ja, und du meinst jetzt sozusagen, weil ja noch Inflation war, dass der Realzins ja gar nicht hoch war, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja. In den USA ist immer noch Inflation. Ja. Die haben da wirkliches Lohnwachstum, die haben ein Gewinnwachstum der Unternehmen, das haben wir ja hierzulande alles gar nicht. Deswegen war der eigentliche Realzins, wenn man den jetzt nicht an der Inflationsrate bemisst, sondern an dem, was bei den Unternehmen und bei den Haushalten real, also was dann da tatsächlich rumkommt, der war sogar bei uns noch höher. Denn die Unternehmen, denen ist ja die Inflationsrate relativ egal. Den Unternehmen, so denen sind ihre Verkaufspreise wichtig. Und wenn die Verkaufspreise nicht steigen, sondern wenn die tendenziell sogar eher sinken, also wenn man da tendenziell eher Deflation hat, bei steigenden Preisen für importierte Vorprodukte, dann ist der Realzins mit dem Unternehmen rechnen, also der hat ja dann nichts mit der tatsächlichen Inflationsrate zu tun. Das ist ja auch ein Argument, was Flassbeck in dieser Phase gemacht hat. Aber in den USA, da ist das ja nicht so. Also da ist die Inflation ja tatsächlich auch auf die Lohnerhöhung, auch auf die gut laufende Wirtschaft zurückzuführen, anders als bei uns. Ja, das, den Punkt würde ich auf jeden Fall geben. Ausschieben und nicht 10 oder 20. Aber das wird alles nicht ernsthaft diskutiert. Und das ist wirklich unser großes Problem. Also das ist unser zentrales Problem, dass auf dieser politischen Ebene niemand offen diskutiert, entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können. Ne? Die einen können nicht, die anderen wollen nicht. Ich glaube, wenn du den Wedeking, der ehemalige Vorsitzende von Porsche, hat es gut auf den Punkt gebracht. Wir werden von Laien regiert. Und es ist ja tatsächlich so, es sind ja wirklich viele branchenfremde Menschen in unterschiedlichen Positionen in dieser Regierung, die da gar nicht hingehören. Oftmals auch Lobbyisten oder Klaköre. Überlegen Sie alleine mal, ich habe jetzt ein schönes Zitat gehört, der Herr Habeck. Ich meine, der ist bestimmt charmant und nett und sympathisch. Das mag ich gar nicht bestreiten. Aber er war halt Märchenbuchautor. Und ich finde es ein bisschen anmaßend, dass er, es wäre wie wenn Sie jetzt sagen würden, ich werfe mir einen weißen Kittel über und ich mache jetzt den Blinddarm-OP, das wäre Amtsanmaßung, ja, aber vielleicht ist es einfach nur ein Märchen. Ja, aber das hast du in unserem System überall. Also der Justizminister, der ist meistens nicht fachfremd, weil Politiker so häufig Juristen sind. Aber das hast du überall. Das hast du in jedem Ministerium, dass da ein Politiker sitzt, der in dem Bereich kein Fachmann ist. Das musst du auch nicht wegkriegen, da du halt Parteienkonkurrenz hast und die Parteien ihre mächtigen Leute an die richtigen Stellen setzen müssen in der Koalition. Das kannst du in einem System machen, wo nur eine Partei regiert. Da kannst du Fachleute dahinsetzen, weil es da diese Konkurrenz von Parteien nicht gibt, die überall ihre Leute installieren wollen. Sondern weil, wenn du nur eine Partei hast, dann hast du diese Konkurrenz nicht. Aber so funktioniert halt unser System nicht. Ja, ist auch überhaupt aus meiner Sicht überhaupt gar kein Punkt. Er hat seine Staatssekretäre und wenn die ihn richtig beraten würden, würde der jetzt auch die richtige Politik machen. Und wenn unser Finanzminister, so gut, Lindner, mit dem geht das oder so nicht, aber wenn der nicht so ideologisch wäre und richtig beraten würde, dann würde der auch die richtige Politik machen. Also auch wenn er vorher Märchenbücher geschrieben hat. Also das ist wirklich bisschen komisch. Ein Erzähler geworden und ich glaube, dafür entpuppt und demaskiert er sich gerade auch. Die Menschen erkennen es einfach, dass es einfach vorne und hinten nicht passt. Egal ob Heizungsgesetz, Chipfabrik mit Milliardensubventionen in Sachsen, ja, die jetzt irgendwie nicht gebaut wird oder halt auch das grüne Wirtschaftswunder, das nicht passiert und vor allem auch ein bisschen heuchlerisch natürlich erst zu werben bei der Bundestagswahl, keine Waffen in Kriegsgebiete und dann doch irgendwie Kriege zu befeuern und zu befürworten. Das passt auch nicht ganz zusammen zu einer Partei, die ja, Sie kennen es ja noch, sie wurde ja gegründet als Friedenspartei, Antikriegspartei. Auch ich habe das damals mitbekommen, hier in Mutlang, da wurden Menschenketten gemacht, Ostermärsche gegen Pershing-Raketen und jetzt halt komplett das Gegenteil eigentlich. Das Glauben, das macht halt einfach nicht authentisch oder unglaubwürdig.
Ja, klar. Es ist, ja. Jetzt, wir hauen ja jetzt immer nur auf die Grünen ein, jetzt muss ich auch mal. Nee, die anderen sind auch nicht besser. Da bin ich bei Ihnen. Also, das ist dann auch nicht. Es ist vollkommen richtig, was Wedeking sagt. Wobei man bei Lindner sagen muss, der hat vor der Wahl ja angekündigt, sich an die Schuldenbremse halten zu wollen. Also das ist doch absolut die falsche Entscheidung, aber das ist wenigstens angekündigt, im Gegensatz zu dem, was die Grünen da gerade machen. Ja, Lindner ist eigentlich der Einzige, der halbwegs seinen Kurs beibehalten hat. Wobei die FDP, also alle drei Ampelparteien, das fand ich auch so interessant bei den Koalitionsverhandlungen, alle drei Ampelparteien, die haben gesagt, wir sind für Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen. Da waren sich alle drei Ampelparteien vollkommen einig vor der Wahl. Und nach der Wahl, da hat die FDP gesagt, gut, machen wir das doch. Senken wir die Steuern, wir halten uns zwar an die Schuldenbremse, aber das Geld, das sparen wir schon noch irgendwie ein, lasst erstmal die Steuersenkung beschließen. Es wäre interessant gewesen, was das jetzt für die Schuldenbremse bedeutet hätte, wenn jetzt die Steuern niedriger wären und die Einnahmen noch geringer wären. Also, die kriegen es ja jetzt schon kaum hin, das Geld durch irgendwelche Haushaltstricks oder Einsparungen so zusammenzukriegen. Aber da haben die Grünen dann gesagt, nee, wir haben ja die Schuldenbremse in die Verträge geschrieben, das geht nur, wenn wir die Steuern für hohe Einkommen erhöhen. Also, anstatt dass die Grünen da einfach gesagt haben, ja, senken wir die Steuern, mal gucken, was das für die Schuldenbremse bedeutet. Nee, die Grünen haben da gesagt, nee, mit uns nicht. Also das, hier waren es tatsächlich mal die Grünen, die, je nachdem, was man ihnen jetzt unterstellen wird, strategisch nicht schlau gehandelt haben oder die nie vorhatten, sich an ihre Wahlversprechen zu halten. Er hat nichts, er hat keine Erfahrung, er hat nichts, er hat nicht mal ein Studium, er weiß nichts. Und er lässt sich völlig einseitig beraten, ne? Er lässt sich vollkommen einseitig beraten. Und damit hat er die FDP auch zerstört, ne? Also, ja. Er hat die FDP damit auch zerstört. Ja, genau. Die sind jetzt bei unter 1% in Ostdeutschland. Ja. Das ist das Ende. Das ist doch lächerlich. Ja. Wie kann ich denn eine bundesweit wichtige Partei sein wollen und in solchen Ländern nicht mal auf 1%? Wir bräuchten ja eigentlich eine liberale Kraft in Deutschland. Jetzt ist sie auch noch verloren gegangen. Natürlich, ich habe überhaupt nichts gegen liberale Kräfte, aber man muss sozusagen ein Konzept haben. Ne? Und man muss ein durchdachtes Konzept haben. Und was die Leute eben alle falsch machen, ich kann das nochmal an einem Beispiel sagen. Ich bin ja mal von Herrn Eichel, SPD-Finanzminister, rausgeworfen worden. Und dann habe ich Hans Eichel gesagt, Eichel, Sie können mich gerne rausschneiden, das macht mir nichts aus, aber tun Sie mir einen Gefallen, suchen Sie sich Leute, die Sie unabhängig beraten. Sie haben keine Ahnung von der Sache, habe ich zu ihm gesagt, Sie haben keine Ahnung von der Sache, Sie brauchen Leute, die Sie unabhängig beraten. Was hat er gemacht? Natürlich nicht. Ne? Ja. Nein, weil man will es ja nicht, man müsste irgendjemand der kundtun, ich weiß das gar nicht, ich verstehe es gar nicht, anstatt vor eine blöde Fernsehkamera gehen und dahin zu quatschen. Ne? Und das ist das Übel in dieser Daran krankt. Sie haben dann nur so Plakeure wie zum Beispiel Marcel Fratscher, der dann sogar sagt, ja, energieintensive Unternehmen, die können gerne das Land verlassen. Ich meine, BASF ist ein Chemiegigant, zehntausende Arbeitsplätze, auch Lieferketten, die da dranhängen, tausende Arbeitsplätze in der Zuliefererindustrie. Da muss man einfach sagen, also entweder hat er keinen Plan oder er möchte Degrowth durchleben oder hier implementieren, was aber uns Wohlstand kosten würde und auch sozialen Frieden natürlich. Und was dann ja auch dazu führt, dass alles abgewählt wird. Ne? Ja. Wir werden es ja im nächsten Jahr erleben. Es wird alles das abgewählt. Alles, was man sich wünschen kann, Klimapolitik wird dann abgewählt. Und dann wird eben der alte Stiefel weitergemacht. Aber auch dann wird es wahrscheinlich nicht viel besser, vermute ich. Das ist ja das Problem, weil wir dann immer noch diese Denkblockaden haben. Auch in der CDU ist es ja, CDU haben wir noch nicht drüber geredet, aber in der CDU, Merz hat nun wirklich auch keine Ahnung. Und er ist in der Schuldenfrage so verbohrt, noch verbohrter als Lindner vermutlich, dass auch da für Europa keine Lösung am Horizont erscheint. Und wir nehmen mal Frankreich. Frankreich hat jetzt eine absurde Konstellation. Ne? Der Präsident bestimmt einen Menschen, der macht eine super konservative Regierung, nachdem die Linken sogar eine relative Mehrheit im Parlament haben, also wirklich eine Bewegung hingekriegt haben bei dieser Wahl, die der Macron da verordnet hat. Und das wird einen Aufstand geben. Das wird einen Aufruhr geben. Der hat jetzt bei 20 Ministern, glaube ich, hat er 8 Minister aus einer Partei rausgenommen, aus seiner eigenen Partei ausgewählt, die bei den Wahlen, wenn man alles zusammenkratzt, 7% hatten. Ich meine, das geht nicht. Ne? Das ist absolut unmöglich. Mhm. Und jetzt gehen Sie an die Schuldenfrage und Sie werden an dieser Schuldenfrage scheitern. Sie werden 100%ig daran scheitern. Ja. Weil ich schon gesagt habe, es gibt keine Lösung. Wir brauchen eine ganz andere europäische Sicht. Und wir brauchen ja nur in die USA gucken. Apropos Schulden, habe ich vorhin vergessen. Wir müssen ja nur in die USA gucken, was die machen. Die machen Schulden. Warum? Die haben eine wirklich intelligente Finanzministerin. Sowas fehlt uns mal wirklich mal.
würde ich mir gerne mal eine Frau wünschen, auch gerne eine Schwarze oder sonst was, alles, was es auf der Welt gibt. Aber intelligent müssten sie sein und die müssten dafür sorgen, dass man die Zusammenhänge versteht und aus diesen Zusammenhängen dann Schlussfolgerungen zieht. Die USA werden an diesen Schulden nicht zugrunde gehen, überhaupt nicht. Könnte ich jetzt mit jedem sehr hohe Wetten abschließen, die werden daran überhaupt nicht zugrunde gehen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Auch Japan ist an seinen 250% am Bruttoinlandsprodukt Schulden überhaupt nicht zugrunde gegangen und wird auch nicht daran zugrunde gehen. Auch da gab es gar keine andere Lösung. Und aber diese Frage, sehen Sie, diese Frage muss man ja sich nicht drüber streiten oder was, man muss sie diskutieren. Man muss ehrlich. Nee, absolut. Also bei den Schulden sehe ich es natürlich anders, wie Sie ja wissen. Wir sehen ja Rekordstaatsverschuldung weltweit. Wir sehen jetzt sogar die Notenbanken senken die Zinsen wieder. Befürchten Sie nicht, dass hier jetzt eine zweite Inflationswelle vorangetrieben wird, die dann praktisch nochmal die Assetklassen, also Aktienmärkte, ich meine Gold ist auf einem Allzeithoch, Bitcoin und so weiter in die Höhe schnellen lassen und dann auch eine zweite Inflationswelle auslösen, vielleicht wie in den 70ern und damit die Not in der breiten Bevölkerung weiter erhöhen, weil die Schuldenstände sind hoch, die Zinsen können gar nicht so lange hoch bleiben. Das haben Sie auch richtig prognostiziert, dass die Zinsen gesenkt werden müssen, das habe ich auch gesagt. Und siehe da, jetzt drücken Sie wieder aufs Gaspedal, China senkt und stimuliert nochmal die Amerikaner genauso. Also Quantitative Easing ist zurück bei Rekordschulden und die Inflation ist noch nicht wirklich ausgekuriert. Kommt jetzt die zweite Inflationswelle? Wie sehen Sie das? Und die nächste Frage, die ich dann ansetzen würde, ist natürlich über unser Schuldgeldsystem, müssen wir dann auch gleich nochmal reden. Aber jetzt erstmal die Frage an Sie, haben Sie keine Angst, dass die Inflationswelle jetzt wieder kommt? Nein, habe ich überhaupt nicht, nein. Ich hätte gerne mal gehört, was er da für Widerspruch hat bei der Staatsverschuldung. Also allgemeine Punkte aufgehoben. Ich hätte wirklich mal so ein konsistentes Argument, was ist sein Problem mit der hohen Staatsverschuldung in eigener Währung? Beispielsweise bei Japan. Ja, kann es ja gar nicht erklären. Das ist einfach ja nur ideologisch. Und ich finde es übrigens ziemlich überraschend gerade, weil er hat bisher immer nur ja gesagt. Das Thema war ja schon, ne? 250 Milliarden Staatsschulden. Und jetzt nach 30 Minuten fällt ihm ein, ach warte mal, ich kritisiere ja auf meinem Kanal das Fiat-Geldsystem und die Staatsschulden. Also. Deswegen ist, ich glaube, er muss das vielleicht nochmal zu einem zweiten Gespräch einladen. Wo er sich dann, kann er sich das Interview ja ansehen, auf die Punkte vorbereitet und wo sie dann nochmal diskutieren. Also, ich will hier ein Streitgespräch sehen. Ja, eigentlich wäre das schon interessant. Ja, wenn das schon im Titel angekündigt wird. Vielleicht noch die Einordnung von Janet Yellen, ganz kurz. Also die Finanzministerin in den USA ist schon sehr keynesianisch, also ich würde am ehesten sagen alt-keynesianisch, also ausgebildet von James Tobin, Nobelpreisträger, der sich mit Staatsfinanzen beschäftigt hat, der also festgestellt hat, Staatsanleihen sind eigentlich nichts anderes als länger laufendes Zentralbankgeld oder genau umgekehrt, Zentralbankgeld ist nichts anderes als Staatsanleihen. Also sie ist jetzt nicht identisch mit der MT-Position. Sie sagt zum Beispiel regelmäßig solche Dinge wie, ja, wir können uns noch 3 weitere Kriege leisten, wir haben ganz viel Geld noch, was wir als Staat ausgeben können. Da können auch ganz viele Schulden machen. Aber es ist schon sehr, sehr keynesianisch. Also hier wird quasi so ein bisschen der Punkt gegeben, wir als Staat regen jetzt die Wirtschaft an und schmeißen damit die privaten Investitionen wieder an. Das ist die Begründung für die Staatsschulden. Und in der MMT würde man sagen, das wäre sehr, sehr wünschenswert, dass die privaten Investitionen dadurch in Gang kommen. Wenn es aber nicht passiert, dann machen wir halt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Staatsschulden und retten somit die Wirtschaft. Also das ist so ein bisschen anders in der Erklärung. Über Aktienmärkte und so, da stimme ich überein, das wird jetzt wieder Kollateraleffekte haben an Aktienmärkten, die sehr unschön sind, aber solange. Ja, kommt drauf an, wenn sie nicht investiert sind, dann ist es unschön. Ja, das ist gut. Okay, gut, natürlich. Aber es wird auch nicht für ewig gehen. Aber der Punkt ist, wir haben uns in eine Situation hinein manövriert, in der es im Moment, ich habe es ja vorhin schon erklärt, keine andere Lösung gibt als die staatlichen Schulden. So. Man kann jetzt natürlich fragen, wie kommen wir da wieder raus? Habe ich mich natürlich in meinem Buch auch gefragt. Und was ist die eigentliche Lösung? Die andere Lösung ist, wir müssen die Unternehmen wieder dahin bringen, dass sie sich verschulden. Ne? Wie gesagt, einer muss sich immer verschulden. Wir werden den privaten Haushalten das Sparen nicht abgewöhnen können.
Und deswegen müssen wir die Unternehmen, wie kriegen wir die Unternehmen dahin? Und da brauchen wir einen völlig anderen einen Kulturwandel. Ich habe es ja schon erwähnt, Shareholder Value und all diese Dinge, die dazu geführt haben, dass man bei den Unternehmen auf die Quartalszahlen guckt wie der Teufel und glaubt, man müsse jedes Quartal Gewinne vorweisen. Das ist damit nicht kompatibel. Ne? Es ist auch vieles andere nicht kompatibel. Wir brauchen einfach wieder eine größere, schrecklich für die Klimaleute, wenn ich das jetzt sage, eine größere Nachfragedynamik. Ne? Wenn man wie in den 60er Jahren eine gewaltige Nachfragedynamik hat, und in den 70er Jahren hatten wir das ja auch noch, und die erste Linie von den privaten Haushalten kommt, weil die Einkommen steigen, im Zuge mit steigender Produktivität natürlich, immer ganz vernünftig, dann kriegt man Unternehmen dazu, wirklich in diese Dynamik hinein zu investieren. Ne? Und der einzige Weg, den die Marktwirtschaft kennt, um dieses Problem der staatlichen Schulden zu lösen, ist genau dieser. Nur der ist durch so viele Dinge verbaut bei uns im Moment. Ne? Durch die Geldpolitik, durch die Klimapolitik, durch viele Blockaden, die neoklassischen Ökonomen schaffen bei den Löhnen, weil sie Angst haben, die Löhne könnten zu stark steigen. Wir brauchen vernünftig steigende Löhne. Löhne, die immer wirklich mit der Produktivität steigen und die Unternehmen auch zwingen, sich anzupassen. Dann kriegen sie Investitionstätigkeit, dann müssen die Unternehmen sich verschulden und dann kann der Staat sich mal zurücklehnen und sagen, jetzt mache ich mal halblang. Das haben wir alles nicht. Das haben wir auch in den USA nicht. Auch dort haben wir eine massive Ungleichheit bei der Einkommensverteilung, die verhindert, dass die Massen sozusagen ihre Kaufkraft umsetzen und die zu starker Investitionstätigkeit führt. Und dann muss der Staat in die Lücke springen. Dann geht es nur noch mit dem Staat. Ne? Es gibt logisch keine andere Lösung. Geht es nur noch mit dem Staat. Nur da kann man dann sehen, wie man will. Man kann sagen, die Schuldenquoten werden weiter steigen. Ich bin überzeugt davon, wir werden 200% sehen, wir werden 300% sehen. Da geht die Welt auch noch nicht von unter, die geht überhaupt nicht davon unter. Die treibt auch nicht die Inflation an, weil es gibt ja keine Nachfragedynamik. Der Staat ist ja sozusagen immer nur der Nachfrager der letzten Stunde, das Last Resort, sagt man in Englisch. Also der Nachfrager, der nur hineingeht, wenn es so schwach ist, dass wieder einer hineingehen muss. Man kriegt keinen Boom mehr hin, man kriegt keine wirkliche Dynamik hin. Sehen wir die Inflation nicht in der Entwertung der Papierwährungen? Also wenn Sie gucken, der Euro seit Einführung jetzt gegenüber Gold über 96% Kaufkraft verloren, weil es Rekordhoch in Gold, Rekordhoch an den Aktienmärkten, Rekordhoch bei Bitcoin und so weiter, bedeutet auch im Umkehrschluss ein Allzeittief beim Euro, bei den Papierwährungen, beim Yen, beim Euro. Also die Menschen werden ja enteignet dadurch, dass ihnen die Kaufkraft genommen wird und sie sich immer weniger leisten können. Ja, nein, die Kaufkraft wird ihnen genommen. Naja, das ist nur der Fall, wenn die Realeinkommen nicht steigen. Also das, als die Inflation besonders hoch war, also von den 40ern bis in die 70er Jahre in den USA, also wenn man das jetzt mal für den Dollar nimmt, da ist die Kaufkraft am stärksten gestiegen. Also da, dieses Argument, das kann ja schon mal nicht stimmen, dass eine Inflation automatisch Enteignung bedeuten muss. Ganz im Gegenteil. Ja, und das ist auch Quatsch, weil Einkommen gibst du aus. Die Leute, die verdienen ihr Lohn und geben den aus. Und sie sparen, also wer spart in Fiat-Währung? Vielleicht machen das die Deutschen. Okay, aber das ist ja das Thema bei Marc Friedrichs Kanal. Oh, man kann ja irgendwie auch in Gold sparen oder man kann auch irgendwie Aktien kaufen und so weiter. Also oder Anleihen. Also wenn die Zinsen... Einkommen wird ausgegeben und das, ja, oder Anleihen, ist ja egal. Du kannst das Geld woanders sparen, aber bei Einkommen, bei Lohn geht es um Ausgaben. Das heißt, man muss hier nicht bedachten, oh, die böse Inflation. Man muss sich den Reallohn anschauen, weil das Zeug halt eben wieder ausgegeben wird. Also ihr verwechselt fließende Größen mit stehenden Größen. Ja, und die stehende Größe, das, was die Leute auf dem Bankkonto haben, selbst wenn sie in Fiat-Währung sparen, dann bekommen sie ja von der Bank Zinsen. Was macht die Bank? Die kauft mit diesem Geld dann in den USA US-Staatsanleihen und die Leute kriegen dann ein bisschen weniger Zinsen als das, was auf US-Staatsanleihen gezahlt wird. Also wenn die Zinsen relativ hoch sind, was von den 70ern bis Greenspan eigentlich, also bis in die 90er der Fall war, da haben die Leute nach der Einführung dieses neoliberalen Regimes sogar mehr Geld, mehr Kaufkraft gewonnen. Also das, ja, weil der reale Zins gestiegen ist, ja. Ja, ja. Also, und daher haben die Leute dann in dem Regime, im keynesianischen Regime, wo die Zinsen eher unter dem nominalen Wirtschaftswachstum lag, da haben sie sogar auf dem Bankkonto eher Geld verloren. Aber da die Löhne halt so viel stärker gestiegen sind, war das völlig egal. Natürlich. Durch den Druck auf die Löhne, den wir hatten, wir haben in den 2010er Jahren, ne, das kann man auch in meinem Buch nachlesen,
2010er Jahren haben wir durchschnittlich Lohnerhöhungen in Europa gehabt, ganz in der EWU, gehabt von in der Größenordnung 1, irgendwas Prozent. Das ist viel zu wenig, ne? Wir brauchen 3,5% oder so, um die Produktivität zu pushen. Es geht tatsächlich nur, wenn durch hohe Investitionstätigkeit die Unternehmen die Produktivität pushen. Aber das kommt nur dann, wenn ich tatsächlich immer so an der Klippe fahre, ne? Mit hoher Dynamik an der Klippe fahre. Es gibt keinen Weg, sozusagen die Volkswirtschaft auf ein ganz ruhiges Gleis zu setzen und sagen, ich fahre jetzt mal mit 2% für die Ewigkeit. Das gibt's leider nicht, ne? Wir müssen immer das Risiko eingehen, dass wir da ein bisschen auf der Klippe fahren. Und die Klippe heißt dann schon, dass es mal inflationär werden kann. Aber es wird nicht in den 70er Jahren, habe ich auch miterlebt, da waren die Bedingungen völlig anders. Ja, da waren die Bedingungen so, also das würde ich Ihnen vielleicht noch sagen. In den 70er Jahren waren die Bedingungen so, dass wir hohe Inflation gekriegt haben. Warum? Nun, weil wir schon über der Klippe waren, sozusagen, weil wir Vollbeschäftigung hatten. Es gab ja in Deutschland, Anfang der 70er Jahre, als ich studiert habe, gab es in Deutschland 1 Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Ne? Stellen Sie mal vor, 10-1. Heute haben wir 5 Millionen Arbeitslose und 700.000 offene Stellen. Völlig lächerlich. Also ich erzähle die Geschichte immer wieder, alte Menschen. Laut offiziellen Zahlen haben wir ja nur etwas weniger als 3 Millionen Arbeitslose, aber die Zahlen werden schön gerechnet. Das heißt, wenn man richtig rechnet, kommt man bei etwas mehr als 5 Millionen raus wahrscheinlich. Männer erzählen halt immer die gleichen Geschichten, aber es ist wirklich so, in meinem Studium, als ich ausstudiert hatte, hat keiner von meinen ganzen Freunden, bestimmt 20, 25 Leute, die ich so überschaut habe, hat nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, wo und ob er einen Arbeitsplatz findet. Das war selbstverständlich. Man geht raus aus der Uni und hat einen Arbeitsplatz. Ja. Das war überhaupt keine Frage. Ja. Und das war dann kommen sie in das meine ich mit der auf der Klippe fahren, dann kommen sie in eine Situation, wo es auch mal inflationär werden kann. Gut, da geht die Welt auch nicht unter, aber es kann dann schon mal krachen, das ist richtig. Und dann muss es auch krachen, aber wir sind ja weit davon entfernt. Wir sind ja in Europa, wir haben ja keine Vollbeschäftigung, wir sind ja unendlich weit davon entfernt. Die Amerikaner gehen jetzt in diese Richtung ein bisschen, weil sie jetzt 3-4 Jahre schon Wahnsinnswachstumraten haben, weil die Arbeitslosigkeit wirklich ganz nah an Vollbeschäftigung ist, was in den USA Vollbeschäftigung ist, 3,5% oder so. Mhm. Ja. Die sind auf diesem Weg. Aber es gibt keine einfachen Lösungen. Dann noch zu Gold, muss ich noch was sagen. Also natürlich, die Menschen sind furchtbar verunsichert. Die Menschen sind total verunsichert. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich brauche nur Bitcoin angucken, dann weiß ich, dass die Menschen verunsichert sind. Unendlich viele Menschen verunsichert sind. Sonst gäbe es das nicht so mit diesem Geldsystem. Aber warum ist das so? Nun, weil wir auch dieses Geldsystem nicht erklären den Leuten, ne? Weil wir nicht sagen, was das ist. Natürlich ist ein Papiergeldsystem eine irre Sache. Aber man kann diese irre Sache machen, aber man muss sie erklären den Leuten, ne? Ich habe vor 3 Tagen einen Artikel geschrieben auf meiner Seite, der Relevante Ökonomik, wo ich gesagt habe, nur die Notenbank ist wie ein Goldesel, ne? Aber was passiert? Der Bundesbankpräsident bestreitet, dass er ein Goldesel ist. Und das ist Blödsinn, ne? Man muss den Leuten sagen, wie es wirklich geht. Es ist ein Goldesel. Wir produzieren Geld aus nichts, ne? Genau. Und ist nicht das das Problem, Herr Flassbeck, dass wir dieses Papiergeldsystem, dieses Chirageldsystem einfach dermaßen aufgebläht haben? Also das mit der engen Verbindung der Notenbank von der Aussage von Flassbeck hat mir jetzt nicht gefallen, weil es ist der Staat, der über seine Ausgaben das Geld schöpft. Die Notenbank, die kann, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir haben eine aggregierte Bilanz aller Banken, okay? Und auf der Passivseite dieser aggregierten Bankbilanz haben wir unsere Ersparnisse und auf der Aktivseite haben wir den Ursprung, wie ist dieses Geld entstanden. Da haben wir Kredite von Unternehmen, da haben wir Häuslekredite, so ist dieses Geld entstanden und da haben wir auch Staatsanleihen. Der Staat hat Geld in Umlauf gebracht. Und eine Zentralbank kann über ihre Geldpolitik jetzt diese Staatsanleihen kaufen und den Banken Zentralbankgeld hinterherwerfen. Okay, dann verändert sich die Aktivseite, aber die Passivseite, unsere Ersparnisse, bleiben davon unberührt. Wann wird die Bankbilanz länger? Wann haben wir mehr Ersparnisse? Wenn der Staat Schulden macht, neue Staatsanleihe in der Bankbilanz, neue Ersparnisse für uns, okay? Deswegen sollte man immer diesen Punkt machen. Es ist die Fiskalpolitik, die über die Schulden neues Geld entstehen lässt und es ist nicht die Geldpolitik.
dass wir jetzt am Limit angekommen sind? Und sollten wir nicht ein besseres, nachhaltigeres, demokratischeres Geldsystem implementieren? Nein, gibt es nicht. Ich fürchte, es gibt es nicht. Gibt ja vielleicht noch klügere Leute als ich, die sich das ausdenken, aber haben Sie sich schon mal mit dem Bitcoin-System auseinandergesetzt? Also ich habe mich schon auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber lassen Sie mich nochmal. Warum nicht? Gut. Nein, Bitcoin ist nicht die Lösung, weil es ist nicht die Lösung, ein Medium zu erzeugen, was irgendwie begrenzt ist auf dieser Welt. Wir werden immer weiter wachsen, ohne dass wir jetzt ausflippen und verrückt werden. Aber wir werden uns weiterentwickeln. Ne? Wir wollen uns ja entwickeln. Wir beide sind uns ja einig, die Entwicklung soll ja dynamisch bleiben und es soll ja Entwicklung geben. Oder ich sage immer, wenn ich meinen Söhnen sage, ihr sollt euch nicht mehr entwickeln, dann sagen die, du bist verrückt, natürlich wollen wir uns entwickeln. Wir fangen jetzt gerade erst an, etwas zu entwickeln. Also das ist Blödsinn zu sagen, wir wollen uns nicht entwickeln. Wir wollen uns entwickeln. Und wenn wir uns entwickeln, brauchen wir ein flexibles Geldsystem. Ne? Wir brauchen kein starres Geld, wir brauchen kein Gold und was. Es ist alles Käse. Weil wir brauchen ein flexibles Geldsystem. Nur wir müssen das wirklich gut fahren. Ne? Man muss es gut behüten. Sozusagen. Okay, da hätte ein bisschen konkreter werden können. Es geht darum, dass die Zinsen stabil bleiben und bei einer ständig schwankenden Geldnachfrage, was ja bei einer wachsenden Wirtschaft, wo ständig Kredite für neue Investitionen nachgefragt werden, wo die Konjunktur heute mal so morgen dann wieder schlechter läuft, da braucht man, um den Zins zu stabilisieren, ein flexibles Geldangebot bei einer flexiblen Geldnachfrage. Also darum geht es letztlich. Und das leistet unser Geldsystem. Sozusagen dieses Geldsystem. Und das geht nicht so, wie wir das in den vergangenen 30 Jahren gemacht haben mit Monetarismus und glauben, man macht die Zinsen hoch und dann ist alles gut. Das geht eben nicht. Sondern man muss ein Geldsystem fahren, wo man Geldwertstabilität erhält durch vernünftige Lohnabschlüsse in erster Linie und gleichzeitig hohe Investitionstätigkeit hat mit niedrigen Zinsen. Dann wird man immer mal wieder so Kollateralschäden haben wie überdrehte Aktienmärkte und sowas. Gut, das gibt es. Aber das bringt uns nicht um. Aber wir müssen versuchen, die ganz großen Krisen zu vermeiden, so wie 2008, 2009. Das war wirklich fatal. Aber das wird ja immer wieder durchs gleiche Spiel im Fiat-Geldsystem erzeugt, dass die Notenbanken auf der einen Seite sind sie die Feuerwehr, die den Brand löschen, aber auf der anderen Seite durch das QE, durch die niedrigen Zinsen, durch die Geldflut erzeugen sie die nächste Spekulationsblase, die dann wieder gerettet werden muss durch die Notenbank. Also wir machen hier eigentlich den Gärtner zum Bock und den Bock zum Gärtner. Also es ist eine Spirale, die wir... Warum hat eigentlich das große QE-Programm in den 1930er und 40er Jahren der US-Notenbank nie zu so einer Spekulationsblase geführt? Vielleicht, weil die Notenbank mit ihrem QE-Programm nicht der entscheidende Faktor ist, sondern deregulierte Finanzmärkte und eine sehr hohe Vermögensungleichheit. Dass die armen Haushalte sich verschulden müssen, um ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten und dass die reichen Haushalte dann nach allen möglichen komischen Spekulationsanlagen suchen, mit denen man möglichst viel Geld verdienen kann. Und Finanzmärkte, die so dereguliert sind, da finden die Banken dann möglichst viele Produkte, die sehr risikoreich sind, die genau diese Risiken beinhalten. Also das hat ja zur großen Finanzkrise geführt. Das war ja kein QE-Programm der Fed, was die große Finanzkrise 2008 vorbereitet hat. Ja, wie hat Steve Keen die Finanzkrise vorhergesagt? Er wird ja gepriesen als der die Finanzkrise am besten vorhergesagt hat. Kann man ja auch gerne auch drüber streiten. Irgendjemand hat halt immer recht. Ja, er hat gesagt, die privaten Haushalte nehmen aktuell 100 Euro ein und geben 106 Euro aus. Ja, genau das, was du gesagt hast. Die privaten Haushalte haben sich verschuldet, nicht der Staat. Und private Haushalte können sich nicht unbegrenzt beschulden. Das sind du und ich. Und wir haben irgendwie irgendwann ein Problem, wenn wir jedes Jahr mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Wir haben ein Problem. Der Staat hat dieses Problem nicht, weil der Staat schöpft Geld. Ja, wir können kein Geld schöpfen. Soweit ich weiß, habe ich keinen Gelddrucker unten im Keller stehen. Ja. Ja, nicht nur das. Unternehmen haben das Problem auch nicht. Warum? Weil Unternehmen in Produktionsanlagen investieren, mit denen sie dann wieder mehr Geld einnehmen. Also mit denen sie Produkte herstellen, die sie dann verkaufen können. Also Unternehmen investieren, um das Geld wieder reinzubekommen. Private Haushalte, die investieren häufig einfach nur, um zu konsumieren. Und das geht halt auf Dauer nicht gut. Die USA haben das ein paar Jahre probiert, Ende der 90er, Anfang der 2000er und zack hatten sie eine Finanzkrise. Es ging dann tatsächlich ziemlich schnell. Also die Haushalte hatten ja wirklich einen negativen Finanzierungssaldo, du hast es gerade gesagt, warum war das möglich? Weil die Banken sehr laxe Kreditbedingungen hatten, weil man die Finanzmärkte eben so dereguliert hatte. Mit richtig regulierten Finanzmärkten wäre das nicht möglich geworden. Dann hätte man diese Häuserblase nicht gehabt, dann hätte man diesen Boom nicht gehabt Anfang der 2000, dann hätte der Staat sich wahrscheinlich mehr verschulden müssen, aber dann hätte man auch die Finanzkrise nicht gehabt.
seit Jahrzehnten immer wieder sehen. Ja, das ist parallel richtig, aber woran liegt es, Herr Friedrich? Es liegt daran, dass wir uns nicht trauen, das Eigentliche zu tun. Ne? Ich könnte jetzt das schöne deutsche Wort Ordnungspolitik nennen. Wir trauen uns nicht, eine andere Ordnung in die Finanzmärkte hineinzubringen. Ne? Ich habe mich ich habe mich mein Leben lang mit Währungsspekulationen und Währungssystemen beschäftigt. Wir haben dort ein primitives Spekulationssystem, Carry Trade genannt, jeder kennt es, was unendlich viel Schaden in dieser Welt anrichtet. Ne? Das genau, aber vielleicht müssen wir deswegen auch das Geldsystem einfach heilen, indem wir ein neues Geldsystem implementieren. Nein, wenn Sie das neues Geldsystem nennen, bin ich sofort bei Ihnen. Ich kann das übermorgen beseitigen, das Carry-Trade-System, indem ich dafür sorge, dass die Wechselkurse, die Währungsrelationen sich in Relation zu den Inflationsratendifferenzen entwickeln. Oder Zinsdifferenzen. Das ist furchtbar einfach. Übermorgen ist es weg. So, dann habe ich wieder eine große Gefahrenquelle für das Papiergeldsystem beseitigt. Und so muss ich aber an den anderen Märkten auch vorgehen. Ich habe mich sehr intensiv vor 10 Jahren mit Rohstoffspekulationen beschäftigt. Auch da kann man, ich habe überhaupt nichts gegen Absicherung und sowas, aber die eigentliche Rohstoffspekulation, die Finanzspekulation, die kann man übermorgen beseitigen. Kein Problem. Man kann auch Übertreibungen an anderen Märkten, wie damals am amerikanischen Immobilienmarkt, die hätte man eindämmen können, viel früher. Greenspan war leider völlig, völlig verkehrt da. Greenspan hat gedacht, die Märkte können keine fundamentalen Fehler machen. Doch, sie machen fundamentale Fehler und sie überschießen. Und weil wir Herdentrieb haben und alles Mögliche, hat alles mit Marktwirtschaft eigentlich gar nichts zu tun, sondern es sind Informationssysteme, die explodieren sozusagen. Und da muss man eingreifen, das kann man eingreifen. Aber deswegen kann man nicht das Geldsystem aufgeben, das ganz, ganz große Vorteile hat. Das flexible Papiergeldsystem hat ganz große Vorteile, aber es muss richtig gemanagt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Es darf auch nicht gemanagt werden von ein paar Technokraten, die da oben im Olymp sitzen und so tun, als wüssten sie alles, sondern es muss gemanagt werden. Ja, von der Regierung. Es muss unter demokratischer Kontrolle liegen und auf europäischer Ebene, das ist eben so eine Grundsatzkritik an der Europäischen Union, da ist das so nicht möglich. Da ist die Frage, wie managt man das da? Also transparentesten, am demokratischsten wäre es, die Leute der EZB direkt zu wählen. Oder EZB der EU-Kommission zu unterstellen und die EU-Kommission direkt zu wählen. Also könnte man ja machen, EU-Kommissionspräsidenten direkt wählen lassen. Also das wären so Lösungen, wie man das demokratisch hinbekäme. Aber oder halt keinen Euro und eine nationale Währung und dann den Notenbankchef dem Finanzminister unterstellen. Das wären so die, so müsste es eigentlich geregelt sein. Dann hätte man auch die Geldpolitik wieder in der demokratischen Debatte, dann würde die regelmäßig im Bundestag debattiert werden oder auf europäischer Ebene im Europäischen Parlament. Da gehört das nämlich hin. Das ist nämlich nichts, was von Technokraten entschieden werden sollte, ist gerade aber so. Ja, also da sind zu viele Befugnisse bei den Technokraten. Vielleicht für die Zuschauer auch nochmal mit zwei Sätzen, was Greenspan, der damalige Präsident der Fed, für eine Theorie hatte, die kann man eigentlich sehr leicht erklären. Das ist die sogenannte Effizienzmarkthypothese. Ganz einfache Theorie. Alle Informationen sind in den Preisen von Aktien eingepreist. Das stimmt alles. Also der Preis einer Aktie ist immer richtig. Das war die Theorie. Entsprechend konnte es einfach per Definition gar keine Fehlentwicklung geben. Da kann man natürlich dann als Zentralbankpräsident Däumchen drehen. Empirisch hat sich aber gezeigt, ist doch nicht immer alles richtig. Es gibt Herdentriebe. Leute kaufen Aktien, weil die Aktie gerade im Preis gestiegen ist. Dann steigt die noch weiter im Preis. Das Unternehmen entwickelt sich vielleicht gar nicht so gut zum Beispiel. Also hier ging einfach die Realität ganz weit von der Theorie, von dieser wunderbar einfachen Theorie auseinander. Ja. Kannst du mittlerweile wieder Pause und weiterschalten? Nee, also ich drücke hier links, mal, wie du gesagt hast. Ja, ich drücke da drauf, okay? Wahrscheinlich geht jetzt. Warte, ich versuche mal zu stoppen. Super. Okay, es geht jetzt. Okay. Dann bin ich nämlich mal für ein paar Minuten weg, bin gleich wieder da. Ich hole mir noch einen neuen Tee und bin kurz auf Toilette. Also soll ich weiterlaufen lassen, oder? Ja, lass weiterlaufen. Nationalen Zusammenhang, das war die Keynesche Idee von des Internationalen Währungsfonds oder eines Systems internationalen Geldes. Das brauchen wir unbedingt in der globalisierten Wirtschaft. Und mit den geeigneten Vorstellungen über die Transmission der geldpolitischen Impulse in die Wirtschaft. Und das ist jahrelang, jahrzehntelang schiefgegangen. Ich war sozusagen dabei, als dieser Monetarismus in Deutschland entstand,
der einfach von der Bundesbank übernommen wurde, Ende der 60er Jahre, da vorher gab es ja keinen Monetarismus, der wurde Anfang der 70er Jahre, als Bretton-Woods zusammenbrach, wurde einfach der Monetarismus übernommen, nur ohne darüber nachzudenken, ob es dafür überhaupt eine Basis gibt. Und dafür gab es leider keine vernünftige theoretische Basis. Und deswegen, da sind wir noch am Suchen, da müssen wir noch suchen. Ich bin, das ist vielleicht die entscheidende These meines Buches, ich bin für so etwas, was man Lohnstandard nennen könnte, also eine Stabilisierung des Geldsystems über die Lohnentwicklung und eine Anregung der Investitionstätigkeit durch die Geldpolitik. In Flassbecks neuem Buch ist dort eine schöne Hommage, ja, also der vielleicht bekannteste Monetarist, der sich das auch nicht alleine ausgedacht hat, also Monetarismus ist eine uralte Idee, die besagt, wenn die Geldmenge um 2% steigt, dann gibt es 2% Inflation, ganz vereinfacht gesagt, jetzt ohne Produktivität und sonst etwas. Und dieser Monetarist namens Milton Friedman hat also immer gesagt, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Ja? Und in Flassbecks Buch werdet ihr dann den wunderschönen Satz finden, Inflation ist immer und überall ein Lohnphänomen. Ja, da hat er sich einfach daran angelehnt, warum kann der Monetarismus, also die Geldmenge, Inflation nicht adäquat erklären? Das ist auf zwei Fehler zurückzuführen. Zum einen denken Neoklassiker, dass Sparen zu Investitionen führt. Also ein Neoklassiker, der jetzt seiner Theorie treu bleibt, der denkt, wenn ihr Geld auf die Bank bringt, dass dann investiert wird. Das ist aber nicht richtig. Man wird investiert, wenn man einen Kredit aufnimmt. Ja, wenn man einen Kredit aufnimmt, dann wird investiert, dann entstehen neue Ersparnisse. Und das ist halt eben etwas, was ein Neoklassiker nicht sieht. Er weiß also nicht, warum die Geldmenge steigt. Die Geldmenge steigt, weil investiert wird. Und Investitionen sind erstmal etwas Gutes. Investitionen erhöhen erstmal die Produktivität. Damit habe ich eigentlich schon beide Fehler zusammen erklärt. Es wird falsch erklärt, wie neues Geld entsteht. Also Ersparnisse erführen in der Neoklassik zu Investitionen. Und es wird nicht verstanden, dass Investitionen etwas Gutes sind und erstmal sich grundsätzlich positiv auf die Produktivität auswirken. Wie ist die post-keynesianische Theorie? Es gibt drei Quellen für steigende Preise. Importe. Ja, wir haben also einen Warenkorb mit Investitionen und schauen, wie sich die Preise dieses Warenkorbs entwickeln. Importe beeinflussen diesen Warenkorb, weil Vorprodukte in diesem Warenkorb beispielsweise importiert werden oder sogar ganze Produkte in diesem Warenkorb importiert werden. Deswegen können also steigende Importpreise zu einem steigenden Warenkorb hier in Deutschland führen. Die Löhne sind die wichtigste Quelle. Die Löhne, die Unternehmen zahlen, sind wichtig für die Preisentwicklung makroökonomisch. Die Hauptkostenquelle sind die Löhne und Unternehmen richten ihre Preise nach ihren Kosten. Und die dritte Quelle sind halt eben Gewinne. Also kurzfristig können auch mal die Preise steigen, wenn die Löhne nicht steigen. Das könnte man also auch noch beobachten. Und eine langfristige Dynamik kann also nur durch die Löhne zustande kommen, weil Unternehmen können nicht ewig die Preise anheben, ohne dass die Löhne steigen, also nicht ewig quasi auf die Gewinne setzen. Und für große Volkswirtschaften mit einer relativ stabilen Währung können also Importe auch nicht eine Preisdynamik erklären. Ja, das ist also hier einfach die Gegenhypothese. Genau umgekehrt. Jetzt sagen Sie, wenn der Staat jetzt weiterhin Schulden machen würde, weil es die Unternehmen nicht machen. Ich meine, wir haben schon Rekordstaatsverschuldung weltweit, global. Wie sollen denn diese Schulden jemals wieder zurückgeführt werden? Kommen wir nicht in eine Schuldenspirale? Werden wir nicht die nächste Schuldenkrise sehen? Nein, die Schulden können ja niemals zurückgeführt werden. Die werden niemals zurückgeführt. Mhm. Das ist vollkommen unmöglich, weil wir immer wieder neue Ersparnisse haben. Ich habe ja vorhin die Zahl genannt. Wenn wir jedes Jahr in Deutschland 250 Milliarden haben, für die sich jemand in dieser Größenordnung jemand verschulden muss, ja, wie soll denn irgendjemand es zurückführen? Da müssten die Unternehmen ja sozusagen 280 Milliarden Schulden machen pro Jahr, zusätzlich, jedes Jahr. Und dann könnte der Staat 30 Milliarden rückführen. Aber das ist völlig aus der Welt. Ne? Das ist nicht die Welt, in der wir leben. Wir müssen ja die Welt zur Kenntnis nehmen, wie sie ist. Die Welt, in der wir leben. Und in der Welt, in der wir leben, müssen wir damit, ja, solange wir kein völlig anderes System haben, müssen wir damit zurechtkommen. Und das geht auch. Der Staat muss nicht zurückbezahlen. Er kann gar nicht zurückbezahlen, weil dann ist er ja Sparer. Wer zurückzahlt, ist Sparer.
Genau, da bin ich d'accord mit Ihnen. Es gab noch nie einen Staat, der die Schulden zurückgeführt hat. Nein, das geht auch nicht. Genau, es wird umgewälzt eigentlich dann auf die Bürger durch eine Währungsreform, Hyperinflation. Nein. Jetzt wird es auch ganz, ganz falsch. Ne? Also wir gucken uns das einfach nochmal buchhalterisch an. Was bedeutet es, wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt? Okay, dann macht er Schulden. Er gibt uns mehr Geld, als er uns wegnimmt. Ja, das heißt, es ist erstmal etwas Gutes. Das Staatsdefizit führt uns Geld zu. Die staatlichen Schulden sind das Vermögen der privaten Wirtschaft. Also das ist etwas Gutes. Und wenn man Schulden zurückführen möchte, Staatsschulden zurückführen möchte, dann bedeutet das, dass man der privaten Wirtschaft jedes Jahr mehr Geld abnimmt, als man ihr gibt. Das bedeutet es. Das heißt, die Leute würden sozusagen enteignet, denen würde der Geld weggenommen, wenn der Staat permanent einen Überschuss macht, und den Leuten wird jedes Jahr Geld gegeben, wenn der Staat ein Defizit macht. Ja, also ganz, ganz verdrehte Logik hier von Marc Friedrich. Das ist überhaupt nicht zwingend. Nicht zwingend. Kann man glauben, aber das sehe ich nicht. Aber gesagt, die Geschichte zeigt es ja. Die Geschichte zeigt, dass alle Währungen nach 80, 100 Jahren kollabieren. Und das zum Beispiel ist viel Dummes passiert. Also das können wir jetzt nicht im Einzelnen durchdeklinieren, das kriegen wir nicht hin. Aber sehen Sie, man kann schon aus den Erfahrungen der ich schöpfe halt aus den Erfahrungen seit 1950, sagen wir mal, in meinem Buch, sehen Sie auch, wir haben super Daten gesammelt, wir haben fantastische Datenreihen aufgebaut, aber eigentlich kann man die Welt erst verstehen ab 1950, weil vorher gibt es einfach das nicht. Die entscheidenden Daten gibt es vorher nicht, ne? Und für die Weltwirtschaftskrise haben wir noch ein paar Lohndaten zusammengesammelt, wo wir gesehen haben, das war die Lohndeflation war der eigentliche Grund für diese Krise. Aber ab 50 können Sie die Welt verfolgen. Wenn man da Leute dran setzen würde, die wirklich alles zusammensuchen, was es gibt, und die versuchen zurückzuberechnen, man kann ja auch viele Daten sich zusammensuchen. Beispielsweise, indem man sich alte Einkommensteuerdaten durchschaut. Also dann kann man ja auch berechnen, wie hoch das Einkommen der Leute war, wie da die Einkommensverteilung war. Das hat Piketty, also bezüglich der Verteilung, ja über 300 Jahre hinweg gemacht. Also wenn man da wirklich ganz viele Leute dran setzen würde, wenn man da wirklich Geld rein investieren würde, das mal zu machen, dann ginge das bestimmt. Aber Heiner Flassbeck und Friederike Spieker können zu zweit natürlich das nicht leisten, das ist klar. Aber da könnte die VWL mal sehr viel forschen. Also Wirtschaftsgeschichte ist ein Feld, was vielen, also Piketty hat geschrieben, vielen Ökonomen ist das zu historisch und vielen Geschichtswissenschaftlern ist das zu ökonomisch, deswegen kümmert sich da keiner drum. Mit konsistenten Daten, ne? Vor allem mit diesen Salden, die ich vorhin genannt habe. Ja. Und wenn ich das anschaue, dann haben wir schon die Möglichkeit, das vernünftig zu machen. Aber wir müssen viel mehr Leute haben, an der Spitze der Politik, an der Spitze der Notenbank, die in der Öffentlichkeit auftreten und den Menschen diesen Zusammenhang erklären. Sonst kriegen wir all die Verunsicherung, die Sie nennen. Die ist auch vollkommen berechtigt. Ich habe gar nichts gegen diese Verunsicherung der Menschen. Sie kriegen eben den Teil der Aufklärung nicht, den man bräuchte. Und es gibt eben niemand, der sich wirklich mal, oder auch kein Fernsehsender hat die Zeit, mal 20 Minuten jemand zu geben, der einen volkswirtschaftlichen Zusammenhang erklärt. Exakt. Und deswegen mache ich ja diese Interviews, damit wir einfach die Leute educaten können, damit die auch Intelligenz im Bereich Ökonomie bekommen oder Finanzen und so weiter. Und lieber Zuschauer, wenn du zum ersten Mal hier bist und das gut findest, gerne ein Abo da lassen. Und wie gesagt, gerne auch das Buch von Herrn Flassbeck mal lesen. Jetzt haben Sie schon gesagt, wir bräuchten Menschen, die das besser machen, die das erklären. Jetzt haben wir anscheinend momentan einen Politiker auf der Welt, der das anscheinend tatsächlich besser macht, der aber auch sehr umstritten ist, nämlich der Ökonom von Javier Milei, also dem Staatspräsidenten von Argentinien. Wie sehen Sie denn seine Politik? Weil er macht ja eigentlich genau das Gegenteil. Also er schließt die Ministerien, er will die Staatsquote reduzieren, er sieht staatliche Eingriffe als Gift für eine Volkswirtschaft. Er kommt ja eher aus der österreichischen Schule. Wie bewerten Sie das als Kollege, als Ökonom von ihm? Ja, der wird scheitern. Der wird hundertprozentig scheitern. Das kann nicht funktionieren, weil er die entscheidenden Zusammenhänge nicht kennt. Sehen Sie, die österreichische Schule ist eine ökonomische Schule, ich habe mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, die zurückreicht in das 19. Jahrhundert, und dort die Grundprinzipien wurden dort
aufgestellt. Aber der entscheidende gesamtwirtschaftliche Zusammenhang, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, den Zusammenhang zwischen Sparen und Schulden, Sparen und Investieren, den gibt es da einfach nicht. Den kennen die nicht. Und wenn man den nicht kennt, ist man verloren. Milay wird daran scheitern, dass er die staatlichen Schulden, er kann die jetzt zusammenknüppeln, aber er wird die Wirtschaft zusammenknüppeln. Ja, es gibt ein... Kein positives... Verdammt. Das kann ich anhalten. Jetzt ist bei mir plötzlich die untere Leiste verschwunden. Das ist so ein Bug, den man manchmal hat. Aber auf jeden Fall, Milay kann auf eine Art und Weise Erfolg haben. Er hat ja mittlerweile schon für eine deutliche Reduktion der Reallöhne gesorgt und die Währung abgewertet. Wenn er es jetzt schafft, das zu verstetigen, also quasi die Reallöhne dauerhaft zu senken, wenn das jetzt nicht zu weiteren Lohnsteigerungen führt, zu weiteren Nominalen, die dann wieder so eine Preis-Lohn-Spirale in Gang setzen, sondern wenn Milay es schafft, die Reallöhne dauerhaft abzusenken und die Währung dauerhaft schwach zu halten, dann kann das zu einem Exportboom führen. Die Frage ist das, ob das den Schaden, den Milay jetzt schon in der Binnenwirtschaft angerichtet hat, ob das den ausgleicht. Also es kann noch zu einem Erfolg werden, was da Milay in Argentinien macht, aber dann sehr zum Leidwesen der argentinischen Bevölkerung. Also davon werden dann erstmal einige... Ich wette da auch gegen. Es wird da ein Abwertungskampf in Südamerika geben. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also na, wer soll denn dagegen setzen? Also die anderen Regierungen in Südamerika, die haben ja kein aktives Wechselkursmanagement. Also das hat Heiner Flassbeck bei Lula ja immer kritisiert. Der brasilianische Real, der wurde durch Carry Training in die falsche Richtung bewegt und die brasilianische Regierung hat nicht dagegen gehalten. Also der Wirtschaftsminister hat sich da noch hingestellt oder Finanzminister hat sich hingestellt und laut gemeckert, gegen uns findet ein Währungskrieg statt, anstatt da was gegen zu tun. Denn Wechselkurs, der ist ja frei, da darf man ja nichts tun, neoliberales Dogma. Sonst bekommen die USA auch noch und stufen einen als Wechselkursmanipulator ein, wie Trump das ja mit mehreren Ländern gemacht hat. Also, ja, oder sonst kommt vor, der IWF und untersagt einem das. Ja, aber wie stellst du dir das vor, wenn jetzt Argentinien jedes Jahr Leistungsbilanzüberschuss macht? Dann müssen ja die anderen Länder reagieren irgendwann. Ja, die Frage ist, wann. Also die können sich das gut und gerne 10 Jahre gefallen lassen. Argentinien ist ja jetzt auch nicht so ein großer Koloss, also ist schon das zweitwichtigste Land in Südamerika, aber ist jetzt nicht so ein großer Koloss wie Brasilien. Also Frage ist... Aber reichen es 10 Jahre schon, um zu profitieren? Weil jetzt wird erstmal die Binnenwirtschaft kaputt gemacht, alles wird kaputt gemacht und irgendwann dann erhofft man sich, über einen Exportboom zu profitieren. Ob das in 10 Jahren schon der Fall ist, weiß ich nicht. Nicht irgendwann, also was heißt, es wird kaputt gemacht? Es wird jetzt gerade kaputt gemacht, die Währung ist jetzt gerade so drastisch, also die ist schon vor einem Jahr so drastisch abgewertet worden, also das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit, dass die Währung so schwach ist. Das hat Milay jetzt erste Maßnahmen veranstaltet und das war sehr sinnvoll, dass er die Währung abgewertet hat. Und bei diesen ganzen Programmen des IWFs, die riesigen Schaden angerichtet haben, wurde meist eine Maßnahme zusätzlich angewendet, nämlich die Währung wurde abgewertet, ein zu starker Wechselkurs wurde aufgegeben. Und das bei vielen IWF-Programmen, das war bei vielen IWF-Programmen die einzige Maßnahme, die tatsächlich zu einer dauerhaften Belebung der Wirtschaft geführt hat. Also das ist tatsächlich eine Maßnahme mit einem sehr großen Effekt. Wir hatten das auch heute in unserem Wirtschaftstalk. Wenn du bevor du irgendeine Handelspolitik machst, musst du erstmal einen Wechselkurs festlegen, weil der Wechselkurs wie ein Zoll auf alle Im- und Exporte wirkt. Also wenn du die Währung um 10% abwertest, dann sind alle Waren, die du im Ausland anbietest, schlagartig 10% günstiger und alles, was du importierst, ist 10% teurer. Nur die Frage ist, wie stark schlägt das auf die Inflation durch? Und Argentinien ist relativ selbstversorgend. Argentinien hat auch in vielen Bereichen hohe Zölle gehabt und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da so eine Währungsabwertung durchaus großen Effekt hat. Also, aber im gesamten anderen, also die Frage ist, ob das jetzt in 5 Jahren, die Milay da jetzt Zeit hat, die negativen Auswirkungen seiner Politik, die man jetzt schon sehen kann, den starken Einbruch der Binnennachfrage, die Zerstörung des Sozialstaats, ob das auch nur ansatzweise ausgleichen kann. Und da habe ich tatsächlich auch meine Zweifel. Ja, wette ich dagegen. Wie gesagt, ich würde nicht darauf wetten. Also, spekulativ. Ich wette darauf. Wir sehen uns in 5 Jahren nochmal. Mach du mal bitte weiter. Klima hin in seiner Wirtschaft. Da kann er noch so viele Ministerien schließen. Entscheidend ist wiederum, dass man eine expansive Geldpolitik hinkriegt. Und um expansive Geldpolitik hinzukriegen, braucht man ruhige
vernünftige Lohnentwicklung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die haben. Da geht alles durch die Decke. Und je mehr er die Leute frustriert, umso mehr wird es durch die Decke gehen. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber ich sehe nicht, dass es funktionieren kann. Es wird nicht funktionieren. Ich gut, wir müssen uns überraschen. Hohe Wetten einzugehen. Ja, also ich sehe es tatsächlich anders und die ersten Daten sprechen ja auch eine positive Sprache. Das Wall Street Journal hat... Nein, die Industrieproduktion ist drastisch eingebrochen. Ich kann das mal raussuchen. Ich suche euch das mal raus. Vor einigen Tagen auch einen Artikel herausgebracht, dass die Mieten in Argentinien jetzt nach der Liberalisierung des Marktes auf einmal gesunken sind, obwohl ja die Vorgängerregierungen immer versucht haben, durch irgendwelche Eingriffe die Mieten... Ja, die Leute können sich keine Wohnung mehr leisten. Also sinken die Mieten. Überraschung. Vor allem bei Gewerbeimmobilien haben viele Unternehmen ihre Spende gekündigt, weil sie pleite gegangen sind. Die Mieten sinken. Überraschung. Zu deckeln und so weiter. Also weniger Staat funktioniert anscheinend wohl doch. Wir werden sehen, vielleicht werden wir darüber auch nochmal reden. Ich hab mich sehr intensiv mit Lateinamerika befasst in meiner UN-Zeit. Ja. Ich war unheimlich oft in Brasilien und habe viele argentinische Kollegen gehabt, mit denen wir dauernd diskutiert haben. Ich will mal eines sagen, was die Peronisten da zum Beispiel in Argentinien gemacht haben, war grandioser Blödsinn. Ne? Das war auch keine linke Politik, das war überhaupt keine Politik, das war Chaos, das war ohne jedes Korruption. Konzept. Bitte? Korruption war das auch. Ja, Korruption auch, aber es war auch einfach überhaupt keine Konzeption, keine wirtschaftspolitische Konzeption. Und dann haben sie noch am Anfang, als sie die große Chance nach der großen Krise 2002 hatten, als sie hochgeschossen sind wie Phönix aus der Asche, dann haben sie als erstes die Inflationsdaten gefälscht oder so. Das war also unendlich blöde. Und insofern ist es kein Wunder, auch das wundert mich überhaupt nicht, dass diese Leute dann ein radikales Gegenstück wählen. Nur sie hatten vorher schon den Macri als Präsidenten 4 Jahre, der hatte schon in Sand gesetzt. Und ich habe mir jetzt die Zahlen nicht alle angeguckt, ich werde aber demnächst was darüber schreiben. Argentinien, die Industrieproduktion ist jetzt 25% unter dem Vorjahr, also die reale Wirtschaft bricht brutal zusammen. Aber es ist noch zu früh, warten wir noch ein halbes Jahr ab oder so. Oder ein Jahr, dann können wir wieder darüber diskutieren und schauen wir uns die Zahlen nochmal genau an. 25% unter dem Vorjahr, das stimmt jetzt gerade tatsächlich nicht mehr. Das hat für den Juni und den März näherungsweise gestimmt. Aktuell, also Vorjahreszahlen, die schwanken immer relativ stark, das muss man dazu sagen. Ich blende euch das mal auf 3 Jahre ein. Also vor einem Jahr, da ist die Industrieproduktion im August schon 3% im Minus gewesen. Und jetzt ist sie nochmal 7% im Minus. Das heißt, unterm Strich ist die Industrieproduktion gerade rund 10% geringer als noch vor 2 Jahren. Also 7% unter vorher ist sie gerade, was absolut katastrophaler Wert ist. Also wenn dieses Maß an Minus, was man da gerade hat, wenn das jetzt noch ein paar Quartale anhält, dann werden die Industriekapazitäten dauerhaft abgebaut. Also die sind auch durchgängig unterausgelastet. Das ist ein ziemliches Desaster, was Milei da gerade anrichtet. Kapazitätsauslastung können wir ja auch mal gucken. Also Jan, du siehst das gerade nicht. Ich habe das mal kurz eingeblendet. Auch das können wir mal für 3 Jahre gucken. Die Kapazitätsauslastung der Industrie, die lag in den letzten Jahren, so nach Corona, immer so, knapp unter 70%, also so 66, 68 hatten wir hier mal, 62, also mal niedrig war. Aktuell sind wir wieder bei 61% und die letzten Monate, das letzte Jahr über, war so 54, also die Kapazitätsauslastung der Industrie, die ist rund 20% geringer als vor dem Amtsantritt von Milei. Das wird dauerhaft zum Abbau von Industriekapazitäten führen. Und wir können das jetzt mal über einen langen Zeitraum nehmen. Am höchsten war die Kapazitätsauslastung der Industrie, als die Peronisten an der Macht waren, so zwischen 2010 und 2011. Da ging es Argentinien am besten. Danach ist diese Kapazitätsauslastung durchgängig gesunken. Nochmal besonders stark unter Mauricio Macri, der das Land dann gegen die Wand gefahren hat. Dann seit Corona ist sie wieder ein bisschen gestiegen und jetzt unter Milei ist sie wieder eingebrochen auf die alten tiefen Niveaus, die man schon kurz vor Corona hatte. Also das sieht nicht gut aus. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, es kann natürlich, wenn der große Exportboom kommt durch den schwachen Wechselkurs, kann das Ganze wieder ein bisschen besser aussehen. Aber aktuell sieht das wirklich nicht gut aus. Ich will da auch keine Schnellschüsse verkünden. Aber der Punkt ist, Lateinamerika hat kein wirtschaftspolitisches Konzept. Ich habe ja auch über monetäre Zusammenarbeit in Lateinamerika sogar Gutachten geschrieben für die ecuadorianische Regierung damals.
Aber sie haben kein Konzept. Sie haben einfach kein Konzept. Da kommt immer einer aus Harvard, der gerade wieder Neoklassik gelernt hat und der sagt dann, wie es geht, und dann geht es einfach nicht. Es funktioniert so nicht. Die entscheidenden wirtschaftlichen Zusammenhänge sind eben ein bisschen komplizierter auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, vor allem, wie ich vorhin erklärt habe, als es dem neoklassischen oder neoliberalen Vorurteil entspricht. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wir werden sehen, wie es geht. Aber ich glaube nicht, dass es auf diese Weise geht. Unabhängig davon bin ich völlig offen für jede Diskussion. Man muss jetzt alles ernsthaft diskutieren. Und es nützt überhaupt nichts, der eine auf den anderen einschlägt oder so. Und man aneinander vorbeiredet wie in den deutschen Talkshows oder so. Insofern bin ich dankbar für so eine Gelegenheit, mit Ihnen zu diskutieren. Absolut. Das ist völlig in Ordnung und völlig. Wo ist die Diskussion? Eben gerade haben wir sie doch gesehen. Ja, minimal. Also, mehr als sonst. Na gut. Wichtig. Und ich bin auch froh über jeden Zuschauer, der zuguckt. Und es gibt wirklich ja viele. Es gibt unheimlich viele Menschen, die mir jeden Tag schreiben, die Ihnen wahrscheinlich auch schreiben, die sagen, ich möchte einfach mehr verstehen davon. Was ist das da? Exakt. Und das Wichtigste ist, dass wir miteinander reden, egal welche Meinung man vertritt und nicht irgendwie den anderen diskreditiert, diffamiert oder auch Cancel Culture betreibt. Deswegen, ich lade ja wirklich alle ein. Ricarda Lang war schon da und Volker Wissing war schon da und Paul Ronsheimer, obwohl ich auch eine andere Meinung zum Krieg in der Ukraine habe. Und genauso, Herr Flassbeck, Sie sind eher ein linker Ökonom, würde ich jetzt mal sagen, der auch bei vielen Punkten stimme ich überein und bei einigen auch gar nicht. Aber trotzdem kann man sich doch sympathisch finden. Trotzdem kann man zivilisiert miteinander diskutieren. Und das ist ja eigentlich der Grundanker einer pluralistischen Gesellschaft, einer Demokratie, dass man auch andere Meinungen aushalten kann. Wie gesagt, das ist so wichtig. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass Sie dem zugesagt haben. Und ich denke mal, der Zuschauer wird es auch honorieren. Und ich finde auch, jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Wie gesagt, ich finde das Buch von Ihnen lesenswert dahingehend, dass es mich zum Nachdenken anregt, dass ich mich selbst reflektiere. Und viele Punkte sehe ich gar nicht so. Und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Aber ich finde es wichtig, dass ich natürlich immer versuche, auch andere Meinungen zu adaptieren, aufzunehmen und zu überlegen, wie sehe ich das denn? Ne? Weil wenn ich in meiner Bubble lebe, dann ändert sich nämlich gar nichts. Ich möchte jetzt noch eine Sache oder zwei Sachen mit Ihnen besprechen. Und zwar einmal, Sie wollen ja Ökonomie und Ökologie vereinen. Ja, und ich bin ja Vater von drei Kindern, möchte das absolut auch. Ich war schon früh für Umweltschutz, war ja auch mal jung und naiv und war auch mal Mitglied bei Greenpeace und so weiter. Das soll ich uns fast sagen, bei den Grünen, nee, das war ich nie. Und jetzt sehen wir aber, wir haben eine Rekordverschuldung weltweit. Und diese Verschuldung, meiner Ansicht nach, auch unser Geldsystem, zerstört eigentlich den Planeten. Warum? Ich möchte es kurz ausführen. Ich finde ja, die Klimakleber, die müssten sich nicht auf der Straße festkleben und die arbeitende Bevölkerung auf ihrem Arbeitsweg hindern, sondern eigentlich müssten die sich an der EZB festkleben, weil nur durch unser Fiat-Geldsystem können wir uns ja solche Sachen leisten, wie zum Beispiel, dass wir Krabben in der Nordsee fangen, nach Polen fahren, um die dort poolen zu lassen, verpacken in Tschechien und zurück dann in den Einkaufsmarkt in Berlin oder in München. Und genauso auch Plastikprodukte bei Aldi, Chibo und Lidl, dass die wir aus China oder aus den Philippinen herschippern lassen, die eigentlich Wegwerfprodukte sind. Und wie gesagt, die Schulden, die wir ja haben, sind ja eine Art Kaufkraft und wir konsumieren ja eigentlich unsere Zukunft momentan. Das bedeutet eigentlich, wir brauchen ja viel mehr Ressourcen und Rohstoffe, als uns eigentlich zusteht. Und im Umkehrschluss sage ich deswegen, ist das Schuldgeldsystem, das wir haben, eigentlich das Hauptproblem? Weil wenn wir unseren Planeten retten wollen würden, dann müssten wir eigentlich die Zentralbanken abschaffen beziehungsweise das Geldsystem ändern. Das ist so meine Kernthese. Wie sehen Sie das? Weil ich glaube, in einem festen, besseren Geldsystem wäre es nicht möglich, dass wir diese ideologischen Gehirnfürze natürlich finanzieren, aber auch natürlich, dass wir irgendwelche Produkte um die halbe Welt schippern, die noch mehr Umwelt verschmutzen, mehr CO2 emittieren und so weiter. Ja, also nun, das mit dem Schippern stimme ich Ihnen ja voll zu. Das habe ich auch im Grunde schon beantwortet vorhin. Aber das hängt nicht am Geldsystem meiner Meinung nach, sondern am Ölsystem sozusagen oder an den fossilen Energieträgern. Wenn die sind billig wie Dreck, ne? Fossile Energieträger kosten nichts. Friederike Spieker und ich haben ja mal eine reale Rechnung gemacht in einem Buch, das Atlas der Weltwirtschaft heißt. Ja. Da haben wir ausgerechnet, dass man in den 60er Jahren hat man noch 30 Minuten pro Tag für einen Liter Benzin arbeiten müssen. Anfang der 70er Jahre waren es nur noch 13 Minuten. Und wie viel ist es heute? Ja, aber ist doch positiv. Sie haben ja gesagt, die Löhne müssen steigen. Wir sind produktiver geworden, effizienter geworden. Nein, das ist nicht das Gleiche. Ja, es ist positiv, da hat Marc Friedrich recht. Aber es geht ja gerade darum, wenn man sich zum Ziel gesetzt hätte, dass
der Ausstoß von CO2 sinken solle, unterstellen wir jetzt mal das normativ als Ziel, dann wäre es nicht positiv, wenn etwas real billiger wird oder real zumindest nicht im Preis steigt. Also dann, wenn man will, dass etwas weniger verbraucht wird, dann müsste der reale Preis steigen. Also zunächst einmal möchte ich Mark Friedrich hier eine Inkonsistenz unterstellen, weil er gerade eben gegen Degrow war. Jetzt sagt er, dass der Ressourcenverbrauch zu hoch ist, was auch viele Ökologen so sehen, zum Beispiel Earth Overshoot Day dieses Jahr am 1. August bedeutet, wir verbrauchen aktuell mehr Planeten, als auf denen wir leben, wenn man sich zum Beispiel den Flächenverbrauch anschaut. Aber wenn er gegen Degrow ist, dann ist das einfach kein konsistentes Argument. Also man könnte natürlich jetzt sagen, wir halbieren die Weltwirtschaftsleistung und dann leben wir wieder in den Grenzen. Es gibt ja Leute, die sagen das so. Aber er ist ja gegen Degrow, also ist er ja für Kaufkraft, ja? Es ergibt keinen Sinn. Entweder du bist dafür, dass die Kaufkraft fällt, dann bist du für Degrow, oder du bist dafür, dass die Kaufkraft steigt, dann bist du aber gegen Degrow und er kann irgendwie nicht beides sein. Ja, das ergibt keinen Sinn. Es geht ja um einen Preis, um einen relativen Preis, ne? Den Preis nicht um ein Preisniveau, sondern um einen Preis. Und diesen Preis, der bestimmt ja, wie ob und wie viel um die Welt geschippert wird. Und heute sind wir unter diesen 13 Minuten. Das heißt, heute ist Benzin billiger, als es jemals in den letzten 50 Jahren war oder 60 Jahren. Billiger, real gerechnet, gerechnet an unserem Einkommen. Und da wundern wir uns, dass die Leute durch die Gegend fliegen wie verrückt und dass wir, man braucht ja nur, ich war gerade, habe eine Reise mit dem Flugzeug gemacht, was ich sehr selten mache, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Und es war wieder unerträglich, aber es war unendlich voll. Es ist alles unendlich voll. Warum ist alles unendlich voll? Weil es super billig ist. Und das hat mit dem Geldsystem wenig zu tun. Das hat mit dem Ölpreis zu tun und mit den fossilen Energieträgern. Und da müssen wir ran. Wir müssen da was ändern, wenn wir wirklich Verhaltensänderungen wollen in dieser Welt. Wenn wir Verhaltensänderungen wollen, muss man immer relative Preise ändern. Ne? Strukturwandel vollzieht sich durch die Änderung relativer Preise. Wenn ein Ding teurer wird, wenn Benzin wirklich teurer wird, dann verhalten sich die Menschen anders. Dann müssen sie aber gar nicht rumfummeln, dann müssen sie kein Heizungsgesetz erlassen und sowas alles. Das können sie sich alle sparen. Dann wird das schon passieren. Das passiert dann auf irgendeine Weise. Auf welche Weise wissen wir nicht. Da bin ich völlig liberal und sage, dann überlassen wir es den Menschen zu entscheiden. Nur wir können es dann auch nicht ganz dem Markt überlassen, weil dann führt es zu unglaublichen Härten für die ärmeren Teile der Bevölkerung. Ne? Wir müssen dann noch eine Umverteilung drauflegen, aber auch wieder ganz ohne Auflagen im Einzelnen. Also jemand kann seine Segeljacht behalten, aber er muss mehr Steuern bezahlen. Ne? Und nur auf diese Weise können wir die Welt umsteuern. Nur auf diese Weise, dass wir Strukturwandel erzeugen durch vernünftige Preise. Das geht nur im Verein mit den Anbietern von fossiler Energie und Globalsteuerung oder Steuerung der Gesamtwirtschaft durch intelligente Makropolitik. Diese Kombination, die ist noch nicht versucht worden und die müssen wir versuchen. Das ist das, worum es aus meiner Sicht geht. Ja, gut, da müssen wir schauen, wohin die Reise geht. Ihre Worte in Gottes Ohren. Ich habe da natürlich, wie Sie ja wissen, meine Zweifel. Ich denke auch, wir werden noch sehr, sehr lange mit fossilen Energieträgern leben müssen, solange wir keine Alternativen haben, beziehungsweise solange wir nicht auf Atomkraft setzen. Vielleicht können wir da einfach den Ausstoß von CO2 verringern durch technologischen Fortschritt und so weiter. Aber die Welt baut auf Kohle, Gas und Öl. Das ist leider so. Und vielleicht schaffen wir es ja mal, Speichermedien zu finden, die dann tatsächlich Wind und Sonne langfristig speichern können. Das wäre, glaube ich, das größte Ziel. Da sollte man auch investieren, Milliarden investieren, statt irgendwelche Gaskraftwerke bauen. Genau. Absolut. Dieser Meinung bin ich absolut, natürlich. Und Kernkraftwerke sowieso. Wir sehen ja schon, dass jetzt sogar in Atomenergie von Unternehmen investiert wird. Also, dass Microsoft, Meta und Amazon und so weiter wegen dem großen Datenhunger, den sie haben, natürlich jetzt auch in die effizienteste, wertdichteste Energie investieren. Das ist Atomkraft und die ist auch noch CO2-neutral, wie wir ja beide wissen und auch beide befürworten. Also sogar grün als grün geadelt worden. Herr Flassbeck, ich fand es einen spannenden Rundumschlag, einen spannenden Diskurs. Ich würde das auch gern noch mal aufnehmen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe hier ungefähr 6 Seiten mit Fragen übers Geldsystem und so weiter, aber ich glaube, da müssen wir noch mal eine Extrasendung machen, sonst sprengt es auch den Rahmen und wahrscheinlich auch die Konzentrationsfähigkeit unserer Zuschauer. Da würde ich mich freuen, wenn wir dann noch mal den Ball aufnehmen. Ich empfehle auf jeden Fall jeden, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen. Ich bin auch gespannt auf eure Meinung, wie ihr das seht, was ich sage oder was Herr Flassbeck sagt natürlich. Ne? Und das Buch kann ich auch jedem ans Herz legen, weil man einfach auch einen Gedankeninput bekommt,
bekommt, Nachdenke-Input bekommt. Und ansonsten, wie gesagt, Diskurs ist wichtig und jeder kann sich seine eigene Meinung rausziehen. Und wer neu hier ist, gerne Abo da lassen und das Gespräch gerne auch kräftig teilen, damit auch andere vielleicht dann daraus einen Mehrwert generieren können. Ihnen, Herr Flassbeck, danke ich auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit genommen haben, auch für Ihr Teilen des Wissens natürlich, für Ihr Buch und für Ihre Umtriebigkeit. Bleiben Sie bitte kritisch, bleiben Sie gesund und gucken Sie, dass die nächste Regierung besser beraten ist, bitte. Ja, das ist gute Ansage. War ein interessantes Interview. Ich glaube, du kannst einige abschließende Worte verlieren und dann schauen wir uns gleich nochmal die Kommentare an. Also jetzt zuletzt vielleicht das mit den relativen Preisen, da bin ich auch eher pessimistisch, was wir gesagt hat. Also dazu unterstellen, dass einfach nur die Veränderung der relativen Preise das Verhalten ändert, da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Ich glaube, dass die Leute das Auto zum Beispiel, auch wenn der Benzinpreis steigt, ziemlich zuletzt abgeben und deswegen sich vielleicht eher anderweitig einschränken. Also ich glaube, dass Flassbeck hier ein zu rationales Verhaltensmodell unterstellt. Ansonsten sehr spannendes Interview. Die ersten 30 Minuten wenig Diskussion, danach ein bisschen Diskussion über unser Fiat-Geldsystem. Ich glaube, so würde ich das Ganze einordnen. Jo, ich versuche dir mal auf Discord noch die Kommentare zu übertragen. Nicht, dass wir uns dann hier gleich doppelt hören, müssen wir gleich mal gucken. Du meintest, die wären so witzig. Ja, wurde hier auch schon in den Chat geschrieben, dass man sich das mal anschauen soll. Das bin ich nicht der Einzige der Meinung. Der Mann lebt in seiner eigenen Welt, wenn es nach ihm geht, möglichst zentral nach der Mann lebt in seiner eigenen Welt, die, wenn es nach ihm geht, möglichst zentral nach seinen Vorstellungen gesteuert wird. Ja, und das ist, ich glaube, hier die Hardware was zu viel in das Wort Globalsteuerung reininterpretiert. Ich meine, das ist ja sowieso immer der Vorwurf. Wenn man sagt, ich bin für eine vernünftige makroökonomische Politik, die die Rahmenbedingungen richtig setzt, dann wird genau der Vorwurf gemacht, den Flassbeck explizit ausgeschlossen hat, den Globalsteuerung eben nicht meint, dass man einzelnen Unternehmen vorschreiben will, was sie zu produzieren haben und was nicht. Das will man ja eben nicht. Also die Unternehmen sollen das ja selber entscheiden. Sie sollen eine möglichst gute Rahmenbedingungen haben, in denen sie das entscheiden können. Bei niedrigen Zinsen kannst du mehr produzieren als bei höheren Zinsen. Bei planbar steigenden Löhnen, bei planbar steigender Nachfrage, da kannst du als Unternehmen eben mehr produzieren. Da steigt der reale Wohlstand schneller, als wenn die Nachfrage heute mal so hoch ist, morgen dann so hoch und wenn das Wirtschaftswachstum dauernd durch irgendwelche Rezessionen unterbrochen wird. Das alles schlägt sich negativ aufs Wirtschaftswachstum durch und das wollen Keynesianer wie Flassbeck hier möglichst verhindern. Ja, natürlich. Wir sind auf der Nachfrageseite. Wir wollen die Nachfrage erhöhen und was die Unternehmen damit machen, ist ja ihre Aufgabe. Die Wirtschaft läuft gut, weil wir die Nachfrage erhöhen und die Unternehmen investieren und sie treffen ja selbst die Investitionsentscheidungen. Ja, das ist ja die makroökonomische Steuerung. Hier ein weiterer Kommentar. Herr Professor Flassbeck sagt Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Der Staat ist zum Sparer geworden. Die explizite Staatsverschuldung liegt bei 2,5 Billionen Euro, die implizite Staatsverschuldung liegt bei 17,4 Billionen Euro, ja, implizite Staatsverschuldung. Man nimmt alle Rentenzahlungen, alle Pensionszahlungen, die der Staat bis in alle Ewigkeit zu leisten hat und zinst das dann auch nicht ab. Also das ist implizite Staatsverschuldung. Man würfelt irgendeine Fantasiezahl aus, um zu suggerieren, guck mal, die Schulden sind so hoch. Also das ist wirklich, stellt euch mal vor, man würde das auch noch für den Privatsektor machen, also auch noch für die Unternehmen. Die Rentenzahlungen, die Unternehmen dann in Zukunft zu leisten haben, die Sozialbeiträge, die Unternehmen dann noch in 50 Jahren zahlen müssen und zählt das alles zu impliziter Verschuldung dazu. Dann hätte man ein Vielfaches, Hundertes der realen Wirtschaftsleistung an zusätzlicher impliziter Verschuldung. Also das wäre, ja, wäre ein bisschen absurd, so zu rechnen, aber so wird das tatsächlich berechnet. Wird natürlich auch nicht abgezinst, also das existiert dann in der Rechnung auch nicht. Man will ja, dass der Betrag möglichst hoch aussieht, den man dann da ausweist. Ich nehme jetzt mal dieses Argument von dieser Person, die das geschrieben hat und sage, wenn das ja so unfassbar hoch ist, dann kann jetzt ja ein bisschen mehr Defizit ja eigentlich auch nicht so schlimm sein. Und wenn jetzt diese implizierte Verschuldung so hoch ist, müsste es dann nicht nach deiner Theorie gerade auch massive Inflation geben oder so? Keine Ahnung, es ist sehr, sehr kurios. Aber der Staat ist zum Sparer geworden.
Ja, der deutsche Staat, der war in den 2010er Jahren Nettosparer. Das heißt nicht, dass er keine Verschuldung hatte. Also jeder Staat ist natürlich in gewissem Maße verschuldet. Der Privatsektor ist auch verschuldet. Aber es geht ja gerade um die Neuverschuldung. Es geht um die Veränderungsraten. Es geht nicht um die Schulden, die noch darum liegen. Es geht nicht um Bestandsgrößen, sondern es geht hier gerade um Flussgrößen. Was meint Sparer und Schuldner? Sparer und Schuldner meint nicht, dass man sich einfach das Vermögen oder die Verschuldung anguckt, zumal diese Staatsverschuldung hier die Bruttosumme ist. Das heißt, wenn man wirklich gucken müsste, wollte, ob der Staat unterm Strich verschuldet wäre, müsste man sich das Nettovermögen ansehen. Der Staat hat natürlich auch Vermögenswerte. Aber will ich hier gar nicht aufmachen, es geht hier um Flussgrößen. Es geht nicht um Bestandsgrößen. Man sagt, der Staat ist Sparer oder Schuldner. Wenn der Staat gerade einen Überschuss ausweist, dann ist er Sparer. Wenn er ein Defizit aufweist, dann ist er Schuldner. Und in den 2010er Jahren, da war der Staat tatsächlich Sparer. Und dann Modern Monetary Theory, is your name Keynes or Fratscher? Das kann man relativ leicht beantworten. Keynes, Fratscher mag die MMT absolut nicht. Keynes hat der MMT ihren Namen gegeben. Also die heißt, also Modern Monetary Theory, das ist ja ein Witz. Keynes hat, glaube ich, mal gesagt, kannst mich korrigieren, wenn ich es falsch wiedergebe, seit so und so viel 100 Jahren ist Geld chattalistisch. Und da haben die MMTler gesagt, Mensch, wenn schon Keynes das gesagt hat, wenn wir hier quasi jetzt in den 90ern so eine ganz neue Idee hatten, nennen wir das einfach mal Modern Monetary Theory. Also allein der Name der Theorie ist eigentlich aus einem Witz entstanden. Dass das eben keine so neue Idee ist. Chattalismus ist ja auch schon ein uraltes Konzept, ist auch schon über 100 Jahre alt. Deutschland. Ja, der Witz geht minimal anders. Ja, okay, dann erklär. Keynes hat den damaligen Monetarismus der 30er Jahre als Modern Monetary Theory bezeichnet, als Scherz, weil das ja schon ein uralter Hut war. David Hume hat schon die Idee gehabt, dass mehr Geld zu Inflation führt. Deswegen hat Keynes scherzhaft also über die neoklassische Geldtheorie Modern Monetary Theory gesagt. Das Zitat hat Hyman Minsky in seinem Buch John Maynard Keynes eingebaut und dann dachte sich Randall Ray, das ist der Name. Okay, das wusste ich gar nicht. Kannst du die Hintergrundgeschichte noch genauer? Weil du hast dich ja mit MMT, diese gesamte Entstehungsgeschichte, hast dich da auch richtig reingelesen. Aber Fratscher, stimmt, da hatten wir, glaube ich, auch mal überlegt, ob wir auf diesen einen Kritikartikel zur MMT von ihm reagieren. Also Fratscher hat ja richtig über die MMT gelästert, auch keine sachlichen Argumente gebracht, sondern nein, die beschreiben da überhaupt nicht die Realität, was die sich da in ihren Wunschvorstellungen ausmalen. Also richtig witziger Artikel von Fratscher, wo er auch überhaupt nicht auf die realen Punkte, die MMT vertritt, eingeht. Aber ich finde es auch lustig, dass MMT immer mit Fratscher in Verbindung gebracht wird, obwohl der die absolut nicht mag. Ja, das ist ja komplett falsch. Also, hä? Nee, die meisten Leute so Fratscher und Keynes so, hä? Ich kann die Verbindung sagen, die meisten Leute mögen Fratscher nicht und die meisten Leute mögen, weil in diesen Kanälen hier immer nicht so gut über die MMT geredet wird, auch mit vielen Strohmännern immer, weil die meisten Leute mögen Fratscher nicht und die meisten Leute mögen die MMT nicht. Also verbindet man das jetzt einfach, tut so, als wäre das Gleiche, beide sind ja irgendwie dafür, dass Schulden gemacht werden sollen. Also das ist dann wahrscheinlich die Verbindung in den Köpfen der meisten Leute, die so argumentieren. Warte, ich kenne das mal erwähnen, war. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt mal. Ach so, gut, dann beenden wir. Also Kommentare alleine gucken ist langweilig. Dann kannst du noch Abschiedsworte sagen und dann machen wir die Ausnahmen zu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Schaut gerne bei meinem Kanal MMT mit Jan vorbei. Ich bin extrem aktiv. Das kannst du bestimmt bestätigen. Und wir sehen uns dann. Jo, ciao.